Einen schönen guten Abend, liebe Motorsportfreunde, und ein herzliches Willkommen bei der Autoform Virtual Racing Series AVRS mit dem sechsten Lauf heute live aus Istanbul, aus dem Istanbul Speedpark oder auch dem Otodrom. Die Strecke, die die Formel 1 zwar verloren hat, aber hier in Race 07 bzw. GTR Evolution sich größter Beliebtheit erfreut. Wir beenden heute das zweite Saisondrittel hier in der AVRS. Das heißt also, so langsam aber sicher geht's in der Meisterschaft in die heiße Phase. Wir haben die Hälfte der Saison beim letzten Rennen hinter uns gebracht. Und heute ist also das letzte Rennen des zweiten Saisondrittels, das hier heute ansteht. Das ist also die Ausgangssituation hier in der Meisterschaft. Wir haben das Team Fritzmeier hier auf der ersten Position mit einem beruhigenden Vorsprung. 220 Punkte hat man dort gesammelt. Die beiden Fahrer, die heute am Start sind, das sind die beiden, die auch schon die ganze Saison hier für dieses Team ordentlich gepunktet haben, nämlich Sascha Glatter und Sören Schuster. Sascha Glatter, der Dominator hier der AVRS, mit der 50 Kilo Zuladung heute, also wieder das Maximalgewicht in seinem Audi R8 GT1 Konzeptfahrzeug untergebracht. Und Sören Schuster, der schleppt als zweiter Fahrer dieses Teams 25 Kilo mit sich herum. Dann auf der zweiten Position das Team Trinklein Werkzeugbau GmbH. Das ist hier vertreten vom Team B3 Live Racing. Da hat es noch kurz vor Beginn des Laufes hier einen Fahrerwechsel gegeben, einen Tausch. Markus Seger ist verhindert, da funktioniert die Technik nicht so ganz. Deshalb wird er vertreten von Michael Cesar, der seine 40 Kilo übernimmt. Und mit ihm startet Markus Lang, der ja schon seit geraumer Zeit Marcel Wernicke ersetzt. Markus Lang fährt hier mit 20 Kilogramm an Bord. Dritte Position für das Team Labermeier und Hamburger, onlinemotorsport.com, hier mit 171 Punkten momentan auf der dritten Position geführt. Heute vertreten durch Andreas Rabach, der Matthias Enke ersetzt und 15 Kilo an Bord hat, und dem mit 30 Kilo beladenen Mirko Wenzel. Und der muss heute schauen, dass er hier die Kohlen aus dem Feuer holt, denn das Team GIW Werkzeuge hat sich von dem katastrophalen Saisonauftakt mittlerweile erholt und hat zuletzt doch ein bisschen aufgeholt hier auf Labermeier und Hamburger. Beim letzten Lauf sind sie noch punktgleich rausgegangen. Davor allerdings sehen wir, wie in Grand Setsch da das Team GIW den ganz großen Auftritt hatte und dort das höchste Punkteresultat der bisherigen Saison eingefahren hat von allen Teams. Also GIW Werkzeuge mit 8 Punkten Rückstand, heute allerdings ohne den Starfahrer Michael Bräutigam. Der lässt sich vertreten durch Daniel Türk, der aber auch nicht unbedingt langsam ist. Daniel Türk kriegt die 20 Kilogramm von Bräutigam und der zweite Fahrer in diesem Team, das ist wie gehabt, Jörg Spindler. Dritte Position, fünfte Position sind wir bei 140 Punkten. Das Team KBW, hier vertreten durch No Limit Motorsport. Patrick Pester und Tassilo Hai sind die Fahrer heute. Tassilo Hai ersetzt auch hier den eigentlichen Nummer 1 Piloten Michael Müller. 10 Kilogramm für Tassilo Hai, 5 Kilo für Patrick Pester. Auf der sechsten Position dann das erste Team ohne Kilos, aber auch schon mit einem großen Rückstand auf das fünftplatzierte KBW-Team. Das ist die Sikon GmbH, vertreten durch Black Forest Racing mit Enrico Weinhold und Klaus Dageroth. Letzterer immer wieder gut genug für vordere Plätze, was den Speed angeht, aber immer wieder kommt da was zwischen. Zuletzt diese eine katastrophale Runde, die er in Anderstorp hatte, die ihm das ganze Rennen zerschossen hat. Also den müssen wir heute vielleicht mal im Auge behalten, ob er es jetzt mal hinbekommt, ein Rennen zu fahren, ohne dass irgendwas schief läuft. Denn wenn das der Fall ist, dann ist er gut genug für die ersten fünf. Dahinter geht es dann weiter auf der siebten Position mit Vicus Engineering, nur 2 Punkte zurück, vertreten vom Virtual Racing Team mit Steffen Burmeister und Markus Hartmann. Die beiden sind eigentlich schon die ganze Saison unterwegs, haben sich noch nie vertreten lassen. Also hier in diesem Team nimmt man wirklich jedes Rennen mit den Stammfahrern in Angriff. Auf der achten Position dann das Team Siebenwurst mit 97 Punkten. Vertreten durch Daniel Friedrich und Felix Schönhofen, die für das Team Racecar an den Start gehen und hier also im Siebenwurst-Design unterwegs sind. Dann geht es weiter mit FMF Friedrich Modell und Formenbau GmbH. Hier vertreten durch das Team Vortex Motorsports. 82 Punkte stehen hier zu Buche. Und die Fahrer sind heute Silvio Striegler und Rainer Krebs. Ersteren muss man auch im Auge behalten. Der ist schon das ein oder andere Rennen gefahren und ist da ganz vorne mit dabei gewesen.
10. Position dann für das Team Allgeier Automotive. Da sind wir bei DTMR, die hier für Allgeier an den Start gehen. Thomas Tegen und Heiko Sanders, die beiden Fahrer heute. 58 Punkte stehen hier zum Buche. Man hat allerdings ein Rennen nicht mitfahren können. Dahinter geht es dann weiter mit EBZ BM Formtech, vertreten durch das HRT Higgins Racing Team mit Jens Hegner und Michael Wöhner, die auch heute wieder an den Start gehen. Ja, und dann noch das Team Autoform Engineering durch Sim Racing Deutschland vertreten. Da haben wir heute wieder zwei Fahrer. Zuletzt musste ja sich einer alleine durchschlagen. Heute Andreas Beer und René Nospickel, die beiden Piloten, die für Sim Racing Deutschland an den Start gehen. So, also der derzeitige Stand hier in der Meisterschaft und wir können uns jetzt dem Renngeschehen hier einmal widmen. Es sind noch etwa 2,5 Minuten freies Training und wir sehen auf der ersten Position, wie soll es auch anders sein, Sascha Glatter, der trotz der 50 Kilogramm hier scheinbar unerreichbar ist in der AVRS. Also diese Serie hat selten gesehen, dass da jemand seinen Stempel so dermaßen aufdrückt. Und er führt schon wieder mit über einer Sekunde Vorsprung vor Daniel Türk, der hier also jetzt im Fahrzeug von GIW mit der Startnummer 3 unterwegs ist. Sören Schuster auf der dritten Position, also das sieht ja schon wieder richtig gut aus hier für Racers League mit Brakesman bzw. Fritzmeier Technologie. Ja, und dahinter dann der zweite GIW-Pilot, Jörg Spindler, der sich hier gerade mal mit einem von Weitkurs Engineering da so ein bisschen in die Haare gekriegt hat. Ist aber natürlich kein großes Ding hier im freien Training, aber da wurde die Reihung da vorne so ein bisschen aufgespalten. Denn Michael Cesar für das Team Be Free Alive hier für Trinklein Werkzeugbau gerade auf die dritte Position gefahren. Und zuvor schon Markus Lang auf die 6 gegangen mit einer 1,49,273. Da ist er gerade mal 2.000stel hinter Spindler und 28.000stel hinter Sören Schuster. Ja, und davor Michael Cesar auch nicht allzu weit weg. Also wenn man sich das mal anschaut, die Plätze 3 bis 6, beziehungsweise jetzt 4 bis 7, weil sich Silvio Strick da vorne reingefahren hat, die sind mal richtig dicht zusammen. Also da packen einige ihr Qualifying-Setup jetzt erst gegen Ende des freien Trainings aus. Wer hier auf die Temperaturen geschaut hat, der wird schon festgestellt haben, es ist mal wieder absolut megatropisch hier. Aber abwarten, das hatten wir zuletzt in Andersdorf ja auch. Dann hatten wir im Qualifying plötzlich Regen und im Rennen nachher hatten wir vielleicht noch ein Viertel der Temperatur, die wir hier hatten. Da hatten wir nämlich gerade mal noch irgendwann 13 Grad Temperatur. Also das noch nicht für sinnvoll nehmen. Schauen wir mal, was Petrus heute für uns bereit nimmt. Beim letzten Mal, da hat das Wetter ja völlig verrückt gespielt. So, natürlich auch nochmal ein Hinweis hier, während Jörg Spindler auf die dritte Position geht, dass wir auch heute wieder im Chat zu erreichen sind unter www.multibc.com/chat4. Oder wer über den Multibc-Stream guckt, der wird unter dem Streamfenster drei Links sehen. Da ist auch ein Link zum Chat bei. Und wer über die AVRS-Seite www.avrs-online.de schaut, der findet rechts neben dem Stream einen großen Button mit der Aufschrift Race Chat. Auch dort landet man hier im Chat 4. Und da lässt sich also dann vortrefflich hier über das Rennen diskutieren. So, wir haben jetzt 20.30 Uhr, das heißt also, es sollte jeden Moment weitergeschaltet werden. Die Uhr zeigt zwar noch 5 Minuten, aber es wird hier gleich manuell weitergeschaltet werden. So, hier noch ein paar Impressionen von Jörg Spindler, der uns hier noch einen schönen Drift zeigt. Und dann werden wir uns jetzt hier gleich der Qualifikation zuwenden. Und dann sind wir mal gespannt, was wir da für Bedingungen hier auf der Strecke vorfinden. Also momentan 50 Grad Streckentemperatur, 39 Grad Luft. Kurz, das kann gleich alles ganz anders aussehen. Man muss noch dazu sagen, die Stammzuschauer werden das wissen, dass wir gleich eine Art Einzelzeit fahren haben, diesen Superpole-Modus. Also sprich, auch hier sieht es so aus, dass jeder Fahrer
bei recht moderaten Bedingungen und bei Regen. Ja, das kann doch langsam kein Zufall mehr sein. Also, dass jeder jetzt hier genau einen Schuss hat und wir haben so ein kleines Déjà-vu. Wir haben 50 Grad Streckentemperatur und 39 Grad Luft im freien Training und dann relativ moderate Verhältnisse bzw. Temperaturen, aber eine verregnete Strecke. Fehlt nur noch, dass es gleich im Warm-up wieder etwa 40 Grad Strecke hat und dann im Rennen wir Temperaturen, ja, die sehr herbstlich sind, vorfinden. Also momentan Strecke nass und Vorhersage starker Regen. Das heißt also, da die Bedingungen im Qualifying normalerweise bei GTA Evolution relativ gleichmäßig bleiben, dass das eine mächtige Rutschpartie hier werden wird. Und Michael Cesar ist der erste Mutige, der sich hier auf die Strecke rauswagt. Also klare Sache, Regenreifen müssen genommen werden. Und ja, jetzt schauen wir mal. Eine Outlap hat man jetzt Zeit, sich auf diese Bedingungen einzustellen. Dann folgt die schnelle Runde und diese schnelle Runde ist die einzige, die man hat. Da hat man dann keinerlei weitere Anläufe mehr. Die eine Runde muss sitzen und wer sich da raustut, die Stammzuschauer werden es wissen, der hat ins Klo gegriffen und darf dann von hinten starten. Und da wird es auch jetzt gleich wieder mächtig zur Sache gehen. Also ich denke mal, dass hier wieder ein, zwei Piloten einen riesen Bock schießen werden. Denn das ist jetzt völlig anders. Der Michael Cesar zeigt das hier. Überhaupt kein Grip mehr vorhanden. Gerade 50 Grad Streckentemperatur und jetzt plötzlich hier eine fast überflutete Piste. Also, da können die Fahrer froh sein, dass sie hier aus der GT1-Kategorie noch den Audi bekommen haben und nicht so ein Monstrum wie etwa die Viper. Also gefahren wird hier mit einheitlichen Audi R8 GT1-Konzeptfahrzeugen, die nicht auf dem Audi R8 LMS basieren, weil als GTR Evolution rauskam, gab es den Audi R8 LMS allenfalls auf dem Zeichenbrett oder als Windkanalmodell. Und hier ist also ein aufgebohrter V8 Motor drin, der 4,2 Liter V8 wurde aufgebohrt auf 5 Liter und ja, mit ein bisschen Tuning hat man dann da 600 PS rausgeholt, das ist also das Sinnlohnkonzept des Audi R8. Ob es in der realen GT-Weltmeisterschaft einen Audi geben wird, ist noch unklar, weil unklar ist, ob diese GT-Weltmeisterschaft überhaupt stattfinden wird in der nächsten Saison. Die GT1 WM wird dann durch die GT-Weltmeisterschaft abgelöst, aber ob die zustande kommt, das kann man jetzt noch nicht so genau sagen. Hier geht's jetzt aber los. Michael Cesar mit der schnellen Runde hier im Istanbul Speedpark und wir schauen uns die Strecke jetzt mit Michael Cesar an. Über die Linie. Erste Kurve. Achtung, blinder Einlenkpunkt. Und er verfehlt den Scheitelpunkt komplett. Oh, da war er ja meilenweit weg von der besten Linie hier. Also da muss man aufpassen, der ist wirklich schwer zu treffen, der Einlenkpunkt. Und Michael Cesar hat hier bei den rutschigen Bedingungen gerade aber mal richtig weit verfehlt. Also da hätte ja noch ein Gigaliner quer reingepasst. Und auch hier ist er wieder ganz weit weg. Eine Regenlinie, die kann man in GTA Evolution kaum fahren, weil die Ideallinie immer etwas trockener ist. Also kein optimaler erster Sektor hier von Michael Cesar, der jetzt durch die Kurven 3 und 4 durchgefahren ist. Jetzt Turn 5 und 6, diese beiden Linkskurven hier. Da hat man jetzt auch mit der Traktion beim Rausbeschleunigen bei diesen Verhältnissen. Angrenzen jetzt Turn 7, eine sehr angenehm zu fahrende Kurve. Die geht so ein bisschen bergauf und die macht dann auch auf gegen Ende. Aber auch da war er nicht ganz innen dran. Hier ist der erste Messpunkt. Das heißt also, der erste Sektor ist extrem lang. Und jetzt die weltberühmte Kurve 8 mit ihren 3 bis 4 Scheitelpunkten hier. Das war der dritte. Jetzt geht es hier bis zum vierten Scheitelpunkt nochmal kurz geradeaus vorher. Und die geht natürlich jetzt überhaupt nicht mehr voll. Die Hoffnung werden die voll gegangen. Hier muss man jetzt aufpassen, dass man da nicht zu weit rausrutscht. Anbremsen jetzt Turn 9, Turn 10. Auch hier verpasst Michael Cesar wieder den Scheitelpunkt. Jetzt heißt es den Schwung mit rausnehmen hier auf die Gerade. Da sehen wir, wie das Heck ausbricht, wie das Fahrzeug da versucht, diese ganze brachiale Leistung auf den Asphalt zu kippen, das überhaupt nicht hinhaut. Hier über dieser Kuppel hier drüber, die in der Realität in Turn 11 gar nicht da ist. Und auch da sehen wir, wie dieser nicht vorhandene Grip sich hier auswirkt auf das Fahrverhalten. Selbst in dieser Kurve rutscht Michael Cesar raus. Jetzt Anbremsen des letzten Komplexes zu Kurven 13, 12, 13, 14. Alles jetzt hier im ersten Gang gefahren. Vielleicht auch im zweiten. Das hängt dann auch von der Übersetzung ab.
weil so wie der CSA da gerade weggerutscht ist, glaube ich eher, dass er den ersten Gang genommen hat. Dann sehen wir hier eine äußerst suboptimale Runde von Michael CSA zu Ende gehen. Aber er hat keinen Riesenabflug reingebaut und das ist schon mal Gold wert. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass das hier reichen wird. Jetzt schauen wir mal, was Sascha Glatter hier macht. Wir sehen schon Jörg Spindler 2,7, Silvio Striezer fast 3 Sekunden. Und jetzt kommt hier Sascha Glatter über die Linie. Und dann haben wir hier die große Richtzeit 201,477. Sehen wir also gerade mal glatt 7 Sekunden dazwischen. So, Silvio Striezer, das bezog sich jetzt noch auf die Zeit von Michael Cäsar. Sascha Glatter ist bekannt dafür, dass er sich schnell auf neue Bedingungen einschießen kann. Deshalb dürfte das jetzt auch die Zeit sein, an der sich die Pole Position messen lassen muss. Also nur über diese Zeit wird es gehen. Jetzt kommt Silvio Striezer. Wir sehen natürlich, dass er deutlich langsamer ist als Sascha Glatter und sich die erstmal auf die zweite Position stellt. Man schaue sich diese Abstände an. Enrico Weinhold mit einer 2,12. Daniel Türk vollkommen neben der Strecke. Das geht hier momentan bei einigen mächtig schief. Markus Lange auf die zweite Position gefahren, aber mit 3 Sekunden Rückstand auf Sascha Glatter. Und ich höre gerade, dass wohl der Michael Cäsar Slicks aufgezogen hat. Gut, in der Realität wäre er damit überhaupt keinen Meter weit gekommen. Hier in GTA Evolution wird er entsprechend mit einer 7 Sekunden zu langsamen Zeit bestraft. Jörg Spindler geht über die Linie mit 2,039. Und jetzt müssen wir noch hier den Daniel Türk reinbekommen. Da ist er. Achtung, der war zwar neben der Strecke, aber die Zeit sieht gut aus. Oh, das sieht sehr gut aus. Damit könnte er jetzt sogar Sascha Glatter gefährden. Also Achtung, hier die letzten Momente. 2,014 muss er brechen. Schafft er nicht. Nein, das ist erstmal die zweite Position. Aber der ist jetzt auf jeden Fall mal am nächsten an die Zeit von Glatter herangefahren. Der erste, der da mal so halbwegs in Schlagdistanz gekommen ist. Weitere Zeiten, Patrick Fester, Rainer Krebs, Heiko Sanders, ja gut, wenn der Michael Cäsar Slicks drauf hatte, dann haben die das wohl auch alle gemacht. Kann dann wohl nur ein Vergessen gewesen sein, weil niemand ist so wahnsinnig und fährt dann hier freiwillig mit Slicks raus. Los, Dagelroth und Thomas Tegen noch an der Box. Ja, was ist denn da los? Die hätten schon längst rausfahren müssen, denn das schaffen die jetzt nicht mehr. Wir sehen nur noch 3 Minuten auf der Uhr und man müsste jetzt längst auf seiner schnellen Runde sein. Also, was ist denn da los? So, hier kommt erstmal René Nussbecke jetzt über die Linie und der schiebt sich mal in die Top 10 hinein. Und dann schauen wir mal, hier haben wir noch Daniel Friedrich, der ist noch auf einer schnellen Runde. Markus Hartmann auf eine schnelle Runde gegangen, die schaffen das noch. Aber man weiß, dass ja der Server, der schaltet 20 Sekunden nach Ablauf der Zeit hier weiter. Das ist jetzt mal wirklich, ja, warum stehen Thomas Tegen und Klaus Dagelroth noch an der Box? Rallye-Sperren gibt es keine, habe ich mir sagen lassen, also das ist mehr als merkwürdig. Hier kommt Daniel Friedrich mit einer fantastischen zweiten Zwischenzeit, nur 1,1 Sekunden Rückstand. Das wäre die dritte Position. Also er könnte sich da jetzt vor Jörg Spindler schieben. Mirko Wenzel ist auf die 4 gefahren. Das sind gute Neuigkeiten für Labermeier und Hamburger. Teamkollege Rabach auf die 7 hinter Silvio Spindler und Markus Lang. Tassilo Hai mit einer sehr schönen Runde hier. War 4 Sekunden langsamer als Sascha Glatter, aber trotzdem noch auf dem ersten Zeitentableau. Da wird ihn jetzt aber gleich der Daniel Friedrich wieder runterschubsen. Der fährt sich jetzt nämlich auf die dritte Position. Mit 2,02843 und das ist jetzt das beste Qualifying-Resultat, das das Team 7, wo es diese Saison eingefahren hat, beziehungsweise das Racecar-Team. Also Gratulation da an dieses Team, das haben sie sich redlich verdient. Kann die da noch einer verdrängen? Hier kommt ein Markus Hartmann, Steffen Burmeister, sein Teamkollege, ist noch etwas weiter hinten auf der Runde. Hartmann wird es nicht. Der Wöhner wird es auch nicht können. Das hat man noch etwas schneller, aber so weit nach vorne geht das auch nicht. Er reiht sich da aber noch vor den mutmaßlichen Slick-Piloten ein. Also 12. Position für Markus Hartmann. Ja, und TT und Dagelroth stehen an der Box. Das heißt, uns fehlt jetzt nur noch die Zeit von Jens Segner und die von Steffen Burmeister.
Letzterer ist ein kleines Stückchen weiter vorne auf der Strecke. Allerdings kann kein Fahrer den anderen sehen. Jeder ist hier mit sich alleine. So, und Steffen Burmeister, das sieht gar nicht mal so schlecht hier aus. Das könnte auf das erste Zeitentableau gehen. Ist auf jeden Fall deutlich schneller als die Zeit von Markus Hartmann. Also, Steffen Burmeister, das geht so in den 204er-Bereich hier. Ja, 204-891 ist die siebte Position für den Weitkurspiloten. Und jetzt kriegen wir irgendwann noch die Zeit hier von Jens Hegner. Der war ja direkt dahinter. Da ist er auch schon, 19. Position. Das ist es gewesen. Uhr ist abgelaufen. Jetzt diese üblichen 20 Sekunden. Und wir haben Thomas Degen und Klaus Dagerodt, die also gleich aus der letzten Reihe starten. Möglicherweise abgebrochen wegen falscher Reifen, höre ich hier. Ja, wer bei den Bedingungen mit Slicks rausgefahren ist, der wäre verrückt. So, beim letzten Mal hatten wir im Warm-Up dann wieder recht sommerliche Temperaturen rein. Trockene Strecke. Schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. Nein, immer noch nass und Regen, also wir haben anderes Wetter. Allerdings ist es jetzt doch sehr tropisch. Es fällt aber kein Regen. Also wir haben noch eine nasse Strecke, aber kein Regen. Na gut, wie dem auch sei. Hier die Startaufstellung. Ungewöhnlich große Abstände jetzt. Sascha Glatter und Daniel Türk in Reihe 1. Die beiden getrennt durch etwa 7/10 Sekunden. Daniel Türk aber der Einzige, der im Qualifying zumindest mal so halbwegs mithalten konnte mit der Zeit, die da der Sascha Glatter hingeknallt hat mit seinen 50 Kilo. Also 50 Kilo stehen vor 20 Kilo. Dann dritte Position Daniel Friedrich. Bestes Saisonresultat für das Team Racecar. Ja, können die das im möglicherweise trockenen Rennen gleich umsetzen? Oder werden die anderen da über Friedrich herfallen? Wir werden es sehen. Vierte Position für Jörg Spindler. So, dem muss man die Daumen drücken, dass es da im Rennen jetzt mal etwas besser läuft. Zuletzt in Anderstorp war das ja wieder völlig verkorkst. Da wurde abgeschossen, eigene Fehler, alles mögliche, da war alles wieder drin. Also momentan Reihe 2 für ihn in der Startaufstellung. Dann Mirko Wenzel und Markus Lang in Reihe 3. Das sind zwei, die man durchaus dort auch hätte erwarten können. Der nächste ist eine kleine Überraschung. Steffen Burmeister, auch da muss man sagen, Gratulation. 204-891 war gut genug für die siebte Position. Und neben ihm startet Silvio Strickler für FMF aus der vierten Startreihe. Neunte Position für Andreas Rabach. Und die Top 10 werden komplettiert von Tassilo Hai, der also ein Fahrzeug hier für KBW noch in die Top 10 gestellt hat. René Nospickel, kleiner Lichtblick hier für Sim Racing Deutschland und das Autoform Team 11. Position. Neben ihm Sören Schuster, ja, da ist was schiefgelaufen in der Quali-Runde, also die war nicht so sonderlich gut. Aber da gibt es welche, die es noch wesentlich schlimmer getroffen hat. Markus Hartmann startet von Rang 13, neben ihm Andreas Beer. Ja, dann Michael Cesar. Also, da haben wir schon gehört, der ist wohl mit Slicks gefahren. Also, dass man da überhaupt noch hier fahren kann, das ist der Fahrphysik von GTR Evolution zu verdanken. In der Realität wäre er da wahrscheinlich bereits bei Schrittgeschwindigkeit mit Aquaplaning in die nächste Mauer gerutscht. Also, neben ihm startet dann Patrick Fester aus der achten Startreihe und das dürften jetzt alle die sein, die vergessen haben, die Reifen zu wechseln. Michael Wöhner für EBZB im Vortec. Vortec startet von Platz 17 und neben ihm Rainer Klebs, das zweite Fahrzeug für FMF. Daniel Segner und Heiko Sanders in Reihe 10 und das sieht gar nicht gut aus für Allgeier Automotive. Die Plätze 20 und 24 und noch schlimmer sieht es aus für Seacon 21 und 23. Ja, Herrgott nochmal, was ist da bloß schiefgelaufen? Felix Schönhofen, ja, da waren wohl Slicks drauf und noch ein übler Dreher. Der startet also von Platz 22 neben Enrico Weinhold aus der 11. Startreihe. Ja, und dann die beiden ohne Zeit, Klaus Dagerodt und Thomas Tegen. Ausgefahren, gemerkt, oh Mist, ich habe Slicks drauf, ist Fake gedrückt und dann war es natürlich vorbei. Ja, wie dem auch sei, jetzt sind wir hier im Warm-Up. Und dann werden wir mal schauen, wozu die Fahrer jetzt hier mit viel Sprit in der Lage sind und einer relativ feuchten Strecke, wo allerdings derzeit scheinbar kein Regen von oben runterkommt. Wir haben sehr tropische Verhältnisse, 26 Grad Lufttemperatur.
Strecke hier mit 30 Grad entsprechend etwas wärmer. Das heißt also, da können Regenreifen schon mächtig in Schlitzen geraten. Bleibt nur zu hoffen, dass das nicht gleich ein fürchterlicher Reifenpoker wird. Das kennt man ja, dass es da bei regnerischen Verhältnissen, dass die Wettervorhersage sehr, naja, sagen wir mal, schlecht ist. Also da sollte man dann schon klare Verhältnisse haben. Wenn es regnet, dann soll es auch regnen, aber sowas hier, eine feuchte Strecke mit Vorhersageregen, wo dann kein Tropfen runterkommt, das wäre natürlich schon wieder ein Albtraum. Michael Cesar fährt schon mal etwas schneller als im Qualifying. Sascha Glatter ist auf dem zweiten Messpunkt allerdings schon 3 Sekunden schneller. Wir sehen, dass durchaus noch dunkle Wolken dort über den Istanbul Speed Park hängen. So, und jetzt kommt hier die erste Zeit von Sascha Glatter mit schwer beladenem Fahrzeug und die geht unter 2 Minuten. Das heißt also, es ist auf jeden Fall mal nicht mehr so nass, wie es vorhin im Qualifying der Fall gewesen ist. ...1,59,428 zunächst einmal vorgelegt von Sascha Glatter. Der Markus Lang, das bezog sich noch auf die Zeit von Michael Cesar, dieses hier. Da muss man jetzt natürlich wieder abwägen, ja, welche Reifen sind unter den Verhältnissen besser. Nehmen wir mal an, das ist jetzt ein Vergleich. Markus Lang auf dem Regenreifen, Michael Cesar zuvor auf dem Slick. Über eine Runde ist der Regenreifen zunächst einmal ja etwas mehr als 2 Sekunden schneller. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Da muss man jetzt weiterfahren und dann mal schauen, wie sieht das hier nach 3-4 Runden aus. Also man hat jetzt natürlich nicht so sonderlich viel Zeit hier im Warm-up. Aber da ist es dann gucken, wie entwickelt sich der Reifen weiter. Kann natürlich sein, dass der Regenreifen hier auf eine Runde jetzt richtig schnell ist. Aber wenn die Strecke jetzt weiter abtrocknet, dann kann es sein, dass der nach 4 Runden hinüber ist. Und dann hat natürlich der Slick-Reifen entsprechend Vorteile. Trotz allem würde ich jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass das Wetter sich gleich so auch im Rennen darstellen wird. Steffen Burmeister mit einer 2.008 hier erstmal auf die zweite Position gefahren. Also der ist heute richtig gut aufgelegt. Daniel Friedrich hat hier nur die... Oh Gott, jetzt ist alles überlagert. Jetzt wird man es im Stream, vielleicht wird man den Daniel Friedrich hier finden können, aber ich glaube, der ist gar nicht auf dem ersten Zeitentableau. So, jetzt habe ich wieder ein lesbares Tableau. Ja, der ist hier auf Platz 9 geführt. Jetzt auf 10 ist auch hier wieder auf einer Outlap, also der macht gerade auch nochmal einen Reifentest. Daniel Türk mit einer absoluten Bestzeit im ersten Sektor. Das ist jetzt aber eher der Tatsache geschuldet, dass die Strecke jetzt ein bisschen abtrocknet. Und für Jörg Spindler geht es jetzt gerade einmal rum. Etwa 270 Grad Drehung. So, und jetzt sehen wir, was denn hier aufgeklappt ist. Also die dunklen Wolken sind weg. Da muss ich viel leisten für das Rennen. Also man kann halt den wieder komplett... Wolken vollzogen sein. Es kann aber auch sein, dass wir gleich eine trockene Strecke haben und nur noch 10 Grad. Also ist mal alles möglich. Also im Sinne des Racings hoffe ich jetzt mal auf alles, nur nicht auf einen schlimmen Reifenpoker. Denn sowas kann so ein Rennen natürlich ganz schnell völlig auseinanderziehen und das gesamte Kräfteverhältnis über den Haufen werfen. Guck mal, Andreas Beer, der hier auf die 6. Position gerade fährt. Daniel Türk auf die 1 gefahren, jetzt allerdings die Bedingungen deutlich trockener als sie noch waren, als Sascha Glatter seine Zeit gefahren hat. Ist jetzt auch nochmal unterwegs, aber eine Runde wird er dann nicht mehr schaffen. Hier sehen wir Thomas Tegen, also mal ein Lebenszeichen von ihm, er sitzt zumindest am Lenkrad. Dann müssen wir mal schauen, was jetzt hier, ja, den Klaus Dagelroth, da können wir das noch nicht sagen. Also der ist hier nach wie vor erst einmal verschollen.
So, die letzten Sekunden laufen runter. Und dann haben wir jetzt gleich das übliche wieder, ein 60-Minuten-Rennen. Ein Pflichtboxenstopp wird es geben. Stehender Start direkt aus der Startaufstellung. Der Weg zur ersten Kurve ist nicht allzu lang. Das heißt also, die kalten Bremsen schlagen da nicht so sehr jetzt ins Repertoire rein. Während Thomas Tegen hier gerade nochmal den Klassiker in Turn 8 begeht, kommt er auf diesen Rasenstreifen und wird dadurch in die Auslaufzone katapultiert. So, und jetzt natürlich erstmal die spannende Frage, wie sehen die Verhältnisse aus, gleich im Rennen. Also Zeit ist abgelaufen, jetzt diese üblichen 20 Sekunden und dann geht es also gleich hier los. Diese 2 Minuten Bedenkzeit, Daniel Friedrich mischt sich hier gerade nochmal auf das erste Zeitentableau. Der ist heute richtig gut drauf bei allen Bedingungen. Also auf den dürfen wir mal gespannt sein. Der startet also jetzt gleich aus der zweiten Startreihe. So, da sind wir und wir schauen jetzt hier mal drauf. Ja, Strecke trocken, Vorhersage trocken und die Temperatur sehr sommerlich. 25 Grad und 34 Strecke. Das heißt also, die Reifen werden hier durchaus heftig beansprucht werden. Jetzt kommt noch hinzu, dass die Fahrzeuge mit Kilos hier auf dieser Strecke sowieso schon die Reifen sehr viel härter belasten, weil sich die Kilos durch die schnellen Kurven, die wir hier haben, Turn 3, Turn 8 und dann zähle ich jetzt auch mal hier die Kurven 5 und 6 dazu, dass die also mit erhöhtem Reifenverschleiß zu kämpfen haben werden. Es ist davon auszugehen, dass die Strecke sich auf etwa 40 Grad aufheizen wird im Laufe des Rennens, außer die Lufttemperatur geht mächtig zurück. Das heißt also, dass die mit Kilos beladenen Fahrzeuge durchaus Reifenprobleme bekommen könnten. Natürlich sind das jetzt keine 50 Grad Streckentemperatur, aber das ist auf jeden Fall mal nicht allzu wenig. Und das ist schon ein ganz schöner Batzen hier auf einer Strecke, wo die Reifen also, wie gesagt, durchaus einiges an Arbeit zu tun haben. So, also nochmal der Hinweis auf Chat 4, www.multivc.com/chat4, da sind wir zu erreichen, oder die Links unter oder rechts neben dem Chat, je nachdem auf neben dem Stream, je nachdem auf welcher Seite man sich den Stream hier anschaut, und in 30 Sekunden wird es losgehen. Ja, und wir haben jetzt hier einen Service, den können wir nicht immer ganz bringen, weil sich das sehr schwer einrichten lässt, aber wir haben es diesmal geschafft, hier eine stationäre Kamera einzubauen und haben den perfekten Blick gleich auf Turn 1. Jetzt allerdings schauen wir hier erst einmal dann die Ampeln umschalten und dann gehen wir natürlich gleich auf unsere Spezialkamera. Also 60 Minuten, noch sind die Fahrzeuge hier nicht freigegeben. Das wird man gleich sehen, wenn die Bremslichter da vorne ausgehen und dann wird der Start freigegeben. Ganz kurzer Sprung zur ersten Kurve. Wir sehen, dass Sascha Glatter hier auf der Innenbahn steht. So, Bremslichter sind aus und los geht's, das Rennen. Fahrzeuge sind unterwegs. Und Sascha Glatter geht gleich mal hier so ein bisschen auf die Ideallinie rüber. Da rutscht einer der GIW-Piloten, ja einen sehr guten Start hatte, geradeaus. Ansonsten geht das hier alles sehr gut in der ersten Kurve. Also alle richtig gut durchgekommen. Daniel Türke greift Sascha Glatter an. Das ist seine einzige Chance, jetzt ganz früh vorbeizukommen. Denn ansonsten wird das nicht gehen. Und Sascha Glatter schickt ihn hier brutal ins Abseits. Der ist aber immer noch da. Glatter hält weiter außen rum und jetzt würde ich mal sagen, spricht das Ganze für den Fritzmeier-Piloten hier. So, da geraten sie nochmal aneinander. Wer hat jetzt eine Stunde draus genommen? Ist immer noch nicht ruhig zwischen den beiden. Oieiei, heftige Berührung da. Und jetzt wiederum ist Daniel Türk in. Fantastisch, jetzt sind sie schon eine halbe Runde hier nebeneinander. Daniel Türk kommt da jetzt vor Turn 8 vor. Also nebeneinander hier in diese gefürchtete Kurve rein und jetzt hat Glatter sich erst einmal durchgesetzt. Also was für eine erste Runde hier. Es wurde heftig hart gekämpft zwischen den beiden. Allerdings ist jetzt mal alles so im halbwegs fairen Rahmen hier geblieben. Toller Auftakt hier. Also Daniel Türk bleibt hinter Sascha Glatter, hat jetzt nochmal eine Chance aus dem Windschatten heraus. Dann Daniel Friedrich und Markus Lang, der einen richtig guten Start hatte. Nico Wenzel, Jörg Spindler, Steffen Burmeister. Und jetzt die Chance für Daniel Türk aus dem Windschatten heraus Sascha Glatter anzugreifen. Der muss die Kilos jetzt hier den Berg mit hochschleppen. Er hat 30 mehr Windschatten, aber das kommt nicht. Ein Fahrzeug im Stand, das wird nicht reichen.
Ja, was macht der Sascha Glatter da? Fährt noch Kampflinie, kriegt einen Treffer hier. Und das, denke ich mal, wird jetzt künftig den Topspeed des Daniel Türk ein bisschen beeinträchtigen, weil der Aufprall war schon von der heftigeren Sorte. Also, Gewinner und Verlierer, hier sehen wir das Ganze. Markus Lang und Jörg Spindler haben hier auf dem ersten Zeitentableau getauscht. Schauen wir mal auf den zweiten, Patrick Pfister mit einem sehr guten Start. Für Tassilo Hai ist es mächtig zurückgegangen und jetzt geht's noch weiter zurück. Oh, da ist irgendwas schiefgelaufen. Der scheint sich wohl gerade rausgedreht zu haben. Schauen wir mal, wo er ist. Oh, hier geht's mächtig zur Sache. Michael Wöhner gerät sich da mit irgendjemandem in die Fähre. Und da im hinteren Feld, da geht es mächtig rund. Da sind gerade zwei Fahrzeuge, haben damit der Hinterachse überbremst. Gut, und Thomas Tegen ist schon ein bisschen nach vorne gekommen, aber nicht so, wie er sich das vielleicht erhofft hatte. Arbeitet sich jetzt hier an Enrico Weinhold gerade vorbei, beziehungsweise muss sich gegen den verteidigen. Klaus Dagerup steckt auch noch in dieser Gruppe drin. Wir haben jetzt natürlich mal einiges zu tun. Und kann Daniel Türk erstmal so halbwegs mithalten mit Sascha Lotter. Die beiden setzen sich leicht von Friedrich und Lang ab. Pärchenbildung hier vorne. Also drei Zweierpärchen, die sich hier vorne gerade so ein bisschen aus dem Staub machen. Die erste große Lücke ist dann die zu Steffen Burmeister, der auf der siebten Position ziemlich ungedrängt fährt. Silvio Strüter auf P8, gefolgt von Andreas Rabach und Silvio Schuster. Markus Hartmann, der fällt dann zum Weg mit Patrick Pfister. Michael Cesar, 13. Position, auch da gab es keine Fortschritte in Runde 1. Dann Andreas Beer, Rainer Krebs, Tassilo Hai. Dann was da vorgefallen ist, wie gesagt, kann ich jetzt nicht so ganz sagen. Vielleicht können wir uns das in der Analyse mal angucken, wenn wir nicht noch zu viele weitere Fälle bekommen. Er ist auf jeden Fall mächtig zurückgereicht worden. So, dahinter dann Michael Wöhner, der ja gerade diese abenteuerliche Aktion hatte. So, Klaus Dagerodt und Enrico Weinhold kämpfen hier gegeneinander. Also da gibt es keinerlei Teamstrategien. Und der Thomas Tegen ist aus dieser Gruppe erstmal zurückgefallen. Der muss mal neben der Strecke gewesen sein. Dahinter haben wir noch Heiko Sanders, das andere Allgäuer-Auto und Jens Hegner auf der 24. Position. Mirko Wenzel hat Anschluss jetzt hergestellt, oder? Nein, Jörg Spindler hat Anschluss hergestellt, zumindest mal laut Timing, an Markus Lang. Hier ist jetzt allerdings wieder eine kleinere Lücke. Mirko Wenzel ist da direkt an ihm dran, aber jetzt scheint es so, als würden sich diese Zweiergrüppchen hier zu einer Vierergruppe zusammentun. Vorne machen sich Sascha Glatter und Daniel Türk aus dem Staub. Da kann zunächst einmal der GIW-Pilot mit dem Fritz-Meyer-Fahrer mithalten. Wir sehen heftige Lecks gerade bei Markus Lang. Hoffen wir mal, dass sich das schnell wieder einsortiert. Ja, da fährt er schon wieder richtig. Das ist jetzt hier also die Gruppe, die dann den letzten Podiumsplatz kämpft. Man muss jetzt abwarten, ob Daniel Türk sich dieses Tempo hier erkauft, also sprich, dass er weniger Sprit an Bord hat, oder ob er wirklich so schnell ist. Im Training war Sascha Glatter deutlich schneller. Aber mal schauen, was Daniel Türk hier für Reserven im Köcher hat. Also, dass der nicht langsam ist, das kennt man von ihm. Ob es reicht, um Sascha Glatter hier das ganze Rennen unter Druck zu setzen, wir werden sehen. So, Andreas Rabach macht hier Druck. Aber seinerseits auch hier Angriffen von Sören Schuster erwehren. Glatter vorne 1,50-2. Da werden wir auf jeden Fall noch Zeiten unter 1,50 sehen. Jetzt hat er dann den Türk ein bisschen abgenommen im letzten Sektor. So, Patrick Pfister bekommt jetzt Druck von Michael Cesar, der seine Aufholjagd so langsam beginnt. Achtung, da vorne steht der Pfister quer. Das eröffnet jetzt Michael Cesar zwar die Möglichkeit, mal daneben zu fahren, allerdings geht das auf Kosten des Schwungs beim Rausbeschleunigen und deshalb sieht er hier keine Möglichkeit, gerade gegen Pfister vorbeizukommen. Hier aus der Umgebung ist bei Trockenheit schwierig, um dann innen zu sein. Er kommt jetzt hier zwar innen, aber kann jetzt immer wieder die Linie nur kreuzen. Jetzt bei der Doppelkurve hat mittlerweile auch Pfister wieder die Linie. Der macht auch keine Anstalten, hier taktisch zu fahren, den Platz herzugeben. Der kämpft um seine Position.
Diese Kurve macht auf, das erschwert natürlich derartige Crisscross-Manöver, wie wir sie hier sehen. Deshalb bleibt jetzt hier Cesar auch weiterhin erstmal hinter. Oh, jetzt gibt es einen kleinen Stoß. Gefährlich. Und Markus Hartmann, der schaut sich das Ganze hier aus der Loge an. Und sollte da vorne was schief gehen, dann wäre er der lachende Dritte. Aber das sind eigentlich zwei recht erfahrene Simracing-Piloten, die wissen, was sie tun. Aber auf der Gerade sieht man nichts für Michael Cesar. Das könnten 40 Kilo sein, die er hier mit sich rumzuschleppen hat. Oh, da geht's schon mal gegen Patrick Pfister beinahe schief. Er hat ihn jetzt fast abgeräumt. Ich musste da schauen, dass er sich da irgendwie ganz dünn macht auf dem Curb. Letztlich bleibt es bei einer kleinen Berührung. Ja, also die Kilo-Situation 40 bei Michael Cesar und 5 bei Patrick Pfister. Das kann natürlich eine Rolle spielen oder eben die Flügelstellung. Die Gerade geht bergauf, da ist man dann mit den Kilos natürlich doppelt und dreifach verraten. Michael Cesar kann auf jeden Fall schneller, aber auf jeden Fall kriegt er da keinen dran vorbei. Hier vorne ist jetzt Sören Schuster bei einer Überrundung von einem EBZ-Piloten, der den Splitter verloren hat. Das ist Jens Segner, der gerade aus der Box war, aber auch Thomas Tegen ist drin. Hoffe ich mal nicht, dass es da irgendwie einen Zusammenhang gibt. Also was ist hier los? Das Fahrzeug sieht man hier nicht aus, da hat er den Splitter jetzt wahrscheinlich schon wieder ranbekommen. Wenn er jetzt einen Boxenstopp macht, ist das auf jeden Fall zu früh. Denn das Boxenfenster öffnet erst in der 10. Runde und da wird er jetzt bei dem Boxenstopp definitiv nicht runterfallen. Oh, Patrick Pfister, gefährlich, kommt raus und damit ist natürlich jetzt Michael Cesar durch. Auch Markus Hartmann noch mit der Gelegenheit, der hat sich noch gut wieder vollständig erholt, der Patrick Pfister. Und kann auch hier auf der Bremse keinen Angriff platzieren. Jetzt geht's nochmal geradeaus. Michael Cesar sollte eigentlich einen ausreichenden Vorsprung haben, dass er auch mit seinem Kilo Nachteil da am Ende der Geraden noch vorne ist. Gegen Markus Hartmann reicht es für Patrick Pfister aus dem Windschatten heraus erstmal nicht. Der kommt zwar ran, aber nicht neben. So, dann hat sich das hier geklärt. Klaus Dageroth momentan 16. Dessen Vorwärtsmarsch ist also auch noch nicht so schnell gewesen. So, Daniel Friedrich hat Position verloren. Oh, da muss was passiert sein, weil Markus Lang ist da vorne schon in 2 Sekunden enteilt. Also während wir da gerade so ein bisschen im Mittelfeld drin waren, Daniel Friedrich zurückgefallen, hier auf die 5. Position. Markus Lang ist jetzt neuer Dritter, der ist also seinerseits auch an Jörg Spindler vorbeigekommen. Und Daniel Friedrich muss sich jetzt schon langsam Mirko Wenzel erwehren und dahinter fährt Steffen Burmeister jetzt auch so langsam ran. Der hatte ja vorhin schon mal eine Lücke, die ist jetzt aber deutlich kleiner geworden. Also kämpft da der Erste schon mit den Reifen. Reifentemperatur mittlerweile 36 Grad. Daniel Friedrich hat aber keine Kugels im Auto, also das kann eigentlich nicht sein. Vorne bleibt der Abstand erstmal gleich, etwa 1,5 Sekunden zwischen Glatter und Türk. Da ist jetzt das Chaos der ersten Runden vorbei, da wartet man jetzt, wie sich das hier weiterentwickelt. Wessen Reifen zuerst eingehen und dann kann man vielleicht noch strategisch etwas beim Boxenstopp ausrichten. Also ich denke nicht, dass Daniel Türk jetzt gerade hier auf Biegen und Brechen da versuchen wir jetzt diese Lücke wieder zu schließen. Ich werde jetzt erstmal mitfahren. So, Markus Lang und Jörg Spindler. Zurzeit ist da keine Schlagdistanz gegeben. Auch nicht zu Daniel Friedrich. Aber der Steffen Burmeister, der macht jetzt hier einen sehr angriffslustigen Eindruck. Muss ich aber auch beeilen, denn hinter ihm kommen Silvio Striegler.
und sein Teamkollege Rabachan. Nicht der Teamkollege von Steffen Burmeister, das ist natürlich der Teamkollege von Mirko Wenzel davor, der jetzt aber seinerseits hier auch wieder in den ersten paar Kurven ein paar Meter gut gemacht hat auf Daniel Friedrich. Momentan ist aber Burmeister auch näher an Wenzel dran als dieser an dem Siebenwurst-Piloten. Zurzeit verliert da vorne Daniel Türk plötzlich pro Sektor wieder eine Zehntel. Wenn es so weitergeht, dann wird natürlich der Sascha Glatter da auch irgendwann enteilt sein. Ja, und diese ganze Gruppe hier, schwer zu da ein Ende zu finden. Das geht im Prinzip mal mindestens bis Sören Schuster, aber Michael Cäsar wird sich da jetzt sicherlich auch noch ranfahren. Das ist ein ganzer Rattenschwanz von Fahrzeugen hier. Da sieht man das. Keiner in unmittelbarer Schlagdistanz, aber das ist eine Gruppe, die geht da vorne bis hin zur vierten Position. Ja, bis zur dritten dann sogar. Also hier mal ein etwas anderer Rennverlauf, als wir das sonst hatten. Sonst hatten wir immer so eine Grüppchenbildung. Hier haben wir das jetzt so, dass sich ein großes Paket von Fahrzeugen bildet, wo aber niemand so richtig in Schlagdistanz ist. Das kann sich aber von Kurve zu Kurve ändern und hier ist das schon geschehen. Steffen Burmeister hat gerade auf der Geraden einen richtigen Überschuss gegen Mirko Wenzel gehabt. Zwischen den beiden besteht ein Unterschied von 30 Kilogramm. Und Burmeister hat keine drin, Wenzel 30. Und das kann natürlich dann zusammen mit der Prügelstellung und dem Windschatten solche Überschüsse erklären. Da hat er sich also gerade rangefahren, konnte aber nicht vorbeigehen. So, der Jens Hegner, der versucht jetzt wohl das Rennen zumindest mal bis zum regulären Boxenstopp hier ohne Frontschürze weiterzufahren. War schon das zweite Mal überrundet worden. Also Michael Cäsar momentan auf 11, Klaus Dageroth ist 15. Ja, und Thomas Tegen, der ist 23. Da wird er auch nicht mehr wegkommen. Sollte er den Boxenstopp, das Boxenfenster gibt es Runde 22, und den Fenster nicht absolvieren, dann würde er nach der 22. Runde sofort disqualifiziert werden. Da kennt das Spiel überhaupt gar keine Gnade. Da wird man sofort runter von der Strecke genommen, disqualifiziert, raus aus der Wertung. Also jetzt hoffen wir mal für ihn, dass er weiß, dass er nochmal in die Box kommen muss. Das ging gerade nicht, dieser Boxenstopp nach Runde 5 war außerhalb des Fensters und wird deshalb nicht als Boxenstopp oder als Nicht-Boxenstopp gezählt werden. Jetzt kommt wieder Steffen Burmeister, das große Überschuss wieder auf der Gerade. So, Wenzel muss Kampflinie fahren und der versucht das nicht, da ist kein Platz. Da steckt er auch Gott sei Dank dann zurück. Legendäre Stelle dort, wo sich die beiden Red Bull-Piloten 2010 getroffen haben. Beide, ja, in etwa ähnliche Art und Weise, wie wir das gerade hier gesehen haben, nur dass dort der Mark Webber dann natürlich schon neben ist. So, Burmeister kriegt dabei jetzt seinerseits auch Druck von Striegler. Der hat die Lücke jetzt geschlossen. Wir haben ein Viererpaket, das von Mirko Wenzel bis hin zu Andreas Rabach reicht. Daniel Friedrich hat vorne ein bisschen Luft zum Atmen bekommen. Wieder auf das nächste Mal gerade und ich denke mal, dass sich dann da was tun wird. Es tut sich auch hier vorne was. Markus Lang ist jetzt dem Jörg Spindler da ein bisschen zu langsam geworden. Der GIW-Pilot macht jetzt richtig Druck und hat einen fantastischen Windschatten jetzt wie gerade. Also, das könnte jetzt was geben hier. Die Werkzeugbaugiganten unter sich. Trinkt dann gegen GIW. Wer hat jetzt hier am Ende der Gerade die Nase vorne? Wir sehen leichte Lecks. Ich kann jetzt sogar nicht eingucken, bei welchem Fahrzeug das ist. Ich glaube, das ist hinten bei Spindler. Der kann aber im Windschatten nur mithalten. Kann er jetzt auf der Bremse was ausrichten? Nein, auch nicht. Also hier bleiben Attacken aus.
Hier sieht das ebenfalls nicht so aus, als würde da jemand jetzt besondere Lust verspüren, einen Platz gut zu machen. Also in dieser Runde keine Positionsveränderungen, die gerade zwischen Turn 10 und Turn 12 hindurch. Alles fährt erst einmal hier in der Runde fort weiter. Vorne ist der Vorsprung von Glatter auf über 2 Sekunden angewachsen. Und er nimmt dem Daniel Tuzzo sukzessive ein paar Zehntel ab. Wir sind jetzt in der 10. Runde. Das heißt also, Boxenfenster öffnet sich. Da wir allerdings erst 17 Minuten gefahren haben, glaube ich nicht, dass jetzt jemand hier so früh an die Box gehen wird, weil das würde hinten heraus mit den Reifen dann sehr anstrengend werden. Lorenz Schuster ist hier sichtlich bemüht, den Anschluss an diese Gruppe zu halten. Das klappt zurzeit nicht so ganz. Michael Cesar hat gerade eine halbe Sekunde im ersten Sektor verloren. Markus Hartmann, Andreas Beer. Also Schuster, Cesar, die scheinen da jetzt so langsam rauszufallen aus diesem ganzen Rattenschwanz. Also für Michael Cesar ist hier bereits das Ende der Fahnenstange erreicht, wie es aussieht. Das ist bei Klaus Dageroth noch nicht der Fall. Aber der hat natürlich jetzt schon einen gewaltigen Rückstand. Bei ihm würde sich das vielleicht sogar auszahlen, einen frühen Boxenstopp zu machen. Denn dann könnte er eventuell freie Fahrt bekommen. Würde dann nicht in den Verkehr geraten, in dem er da jetzt hängt. Patrick Fester zurückgefallen auf die 17. Position. Tassilo Hai dahinter, also für das Team KBB ist das hier eine mittlere Katastrophe zum jetzigen Zeitpunkt. Auch Enrico Weinhold haben wir schon wesentlich weiter vorne gesehen. Dahinter Felix Schönhofen und Michael Wöhner. Schönhofen da gerade mit Lichtzeichen. Jetzt sah auch so aus, als wäre er da aus der Schikane über die Abkürzungsvariante geschossen gekommen. Allerdings hält er sich jetzt erst einmal gegen Wöhner vorne, der da gerade nochmal zurückblinkt. Also die haben da noch so eine kleine Diskussion gerade am Laufen. Heiko Sanders ist 22. Dann Thomas Tegen. Das sieht gar nicht gut aus für Allgeier. Und Jens Hegner ohne Splitter unterwegs, der verliert natürlich mächtig Zeit. 4,5 mittlerweile der Vorsprung vom Glatter. Was mit Markus Lang? Markus Lang, riesig Zeit verloren. Oh wei. Das war Turn 3. Also, da muss man in die Analyse schauen. Markus Lang, riesig zurückgefallen. Jetzt ist er da mitten in dieser Kampfgruppe rausgekommen. Das Geschwader musste er aber vorbeilassen. Er ist jetzt da in einem Bereich von Sören Schuster ausgekommen. Und der Andreas Rabach hat in dieser Situation auch den Platz an Sören Schuster verloren. Also Markus Lang jetzt hier im Kampf mit Schuster. Bringt ein gegen Fritz Meier die beiden bestplatzierten Teams hier in der Teamwertung. Da führt Fritz Meier momentan vor dem Trick dein Werkzeugbauteam. Und mit einem wilden Drift geht da der Markus Lang aus dieser Kurve raus. Das sieht jetzt natürlich richtig schlecht aus für Trinklein. Da sind die Fahrer jetzt außerhalb der Top 10. Und jetzt der versuchte Konterfahrt. Markus Lang, Achtung, Ende der Kahn, links oder rechts runter. Er versucht es über die Außenbahn, viel zu spät auf der Bremse. Schießt dort bis in die Auslaufzone rein und jetzt verliert er natürlich noch mehr Plätze. Jetzt ist auch noch da der Andreas Rabach durchgekommen. Gut, beide haben nicht außerhalb der Top 10 momentan nur einen. Aber jetzt sind sie auf den Plätzen 10 und 11. Und das ist natürlich dann richtig bitter für die Gesamtwertung. Da könnten sie dann von Navamaier und Hamburger sowie vom GIW plötzlich eingeholt werden. Also mit den Positionen sind sie natürlich gar nicht gut beraten. Aber noch haben sie ja die Möglichkeit, da weiter nach vorne zu kommen. Jetzt hat sich aber erstmal vor Rabach eine mächtige Lücke aufgetan, bis hin zu Sören Schuster. Und davor sind dann hier die Fahrer rund um Silvio Striegler, Steffen Burmeister und Mirko Wenzel auch noch ein ganzes Stück enteilt. Aber der macht sich sofort da drauf und dran, diese Lücke wieder zu schließen. Daniel Friedrich hat sich da vorne erfolgreich aus dem Staub gemacht. Er hat sich da weggeschlichen von dieser Gruppe. Mittlerweile 3,5 Sekunden Vorsprung hier auf dieses Dreierpaket und da gibt man es sich hart aber herzlich.
kurz, dieses Zurückfallen von Markus Lang sorgt jetzt erstmal dafür, dass Jörg Spindler ganz einsam auf der dritten Position fährt. Ob der da mitgeholfen hat, das müssen wir dann später rausfinden. Und da vorne ein Fehler von Mirko Wenzel, das nutzt jetzt der Burmeister. Nein, Burmeister fährt in den Rennen jetzt und sieht nur Spindler die große Chance, beide zu holen. Oh, brutaler Fenster von Mirko Wenzel, das war ja mal brutal hart. So, der gibt den schwarzen Peter gleich weiter. Ei, was war denn das da für eine Aktion gerade von Mirko Wenzel? Also erstmal hat er sich völlig verbremst und dann hat er den Silvio Strickler da aber weggedrängt. Das war hart. Aber trotzdem, Strickler der Gewinner dieser ganzen Situation. Steffen Burmeister hat nämlich diesen Überschuss nicht nutzen können, ist in den Dreck gefahren am Ausgang der Kurve. Und jetzt sind sie alle wieder dran. Und jetzt hat er gerade wieder Schwung verloren. Jürgen Schuster mit der Möglichkeit, nein, baut keinen Überschuss auf. Den hat aber Silvio Strickler bei Angriff jetzt hier auf Mirko Wenzel, auf der Innenbahn. Rein Wenzel kriegt das Fahrzeug da nochmal reingeworfen. Jetzt aber Fehler von Steffen Burmeister beim Rausbeschleunigen. Und damit geht sofort Jürgen Schuster durch. Kriegt er die Wagenlänge vor, wäre richtig vor Turn 3. Ja, da steht jetzt auch der Steffen Burmeister zurück. Schade jetzt für ihn, da ist es ein bisschen schlecht gelaufen im Kampf. Muss er schauen, dass er diesen Rückwärtstrend stoppt. Also sich jetzt nicht zu sehr hier aus dem Rhythmus bringen lässt. Da drängen nämlich noch zwei weitere, Andreas Rabach und Markus Lang. Oder haben die beiden da mittlerweile die Plätze getauscht? Nein, es ist Michael Cesar, denn da ist mittlerweile der Markus Lang wohl an die Box gegangen. Ja, der ist rausgefahren. Wieder raus auf der 19. Position. Jetzt muss man schauen, ob er freie Fahrt bekommt. Hier vorne ist das immer noch ein Hauen und Stechen. Das ist jetzt mal eine interessante Strategie. Also er war jetzt drin. Nach einer Fahrzeit von etwa 22, 23 Minuten. Mit deutlich Vorhälfte des Rennens. Wieder kommt Steffen Burmeister deutlich besser raus als die Konkurrenz davor. Jürgen Schuster muss sich jetzt warm anziehen auf der Geraden. Da kriegt man diesen Kugel, der da eigentlich in der Realität gar nicht ist. Laut davor hat auch mein Vertrauen in die anderen Piloten. Also irgendwann schießt ihn da noch einer ab bei diesen Spurwechseln. Und Burmeister macht den Platz gut gegen Sören Schuster. Also hier hat er sich jetzt mal zumindest den siebten Platz wieder zurückerkämpft, auf dem er ja schon eine ganze Weile war. Also, ab jetzt ist gestoppt. Jetzt muss er schauen, dass er da wieder an Burmeister rankommt. Nein, das ist nicht der Burmeister, sondern Sören Schuster. So, nein, da ist einer an die Box gefahren. Deshalb, also einer steht drin, das müsste der FMF-Pilot sein. Da vorne drin hat der Silvio Strickler, der ist an die Box gegangen. Der natürlich auch aus dieser Gruppe. So, und dann schauen wir mal jetzt, ob hier hinten der Markus Lang freie Fahrt hat. Das sieht gut aus. Oh ja, Enrico Weinhold geht nämlich jetzt gerade an die Box. Das heißt, Markus Lang kann diese frischen Reifen jetzt nutzen. Das kann sich natürlich noch ja, als goldig erweisen. Der hat Michael Cesar wohl gleich den Rat gegeben. Der steht nämlich auch mit drin. Jetzt die Frage, wo kommt Silvio Strickler wieder raus? Achtung, da ist der Markus Lang. Der muss jetzt einen weiteren Weg fahren. Strickler muss jetzt aber noch aus der Boxengasse heraus beschleunigen. So, hier ist Lang und Strickler kommt vorhin raus. Ganz knapp hat er die Nase da vorne behalten. Und dahinter Michael Cesar. So, das ist jetzt die, ja, man kann jetzt sagen, Sekundärkampfgruppe. Diese drei Piloten hier, die gehören eigentlich mit in die Kampfgruppe ganz da vorne, sind jetzt aber erstmal etwas weiter hinten. Thomas Thegen, das muss ein längerer Boxenstopp gewesen sein, denn er kommt jetzt erst über die Ziellinie gefahren. Also da ist was voll in die Hose gegangen und der Jens Wegner fährt immer noch ohne Flügel da rum, obwohl er jetzt eigentlich in die Box kommen könnte. Daniel Türk geht an die Box. 3,2 Sekunden zuletzt der Rückstand, konnte ihn dann wieder aufrechterhalten, ist jetzt nach 26 Minuten drin, Sascha Glatter ist noch draußen. So, Mirko Wenzel reagiert, ja, die müssen jetzt eigentlich alle reagieren auf die, die da rausgekommen sind, folglich kommt auch der ganze Express hier rein. Nur Andreas Rabach, der macht jetzt wieder was völlig anderes. Immer so interessant, wenn dann da vorne jemand den Anfang macht aus so einer Kampfgruppe, dann müssen die anderen natürlich reagieren, aber irgendeiner sagt sich dann mal, nee, das Spiel mach ich mal nicht mit. Ich werde jetzt mal was ganz anderes machen als ihr alle und dann lache ich mir vielleicht ganz am Ende der Fans noch ins Fäustchen.
Der Jörg Spindler, der konnte sogar ein bisschen auf Sascha Glatter aufholen. Der fährt da momentan ein bisschen schneller. Der EC Saar ist vorbei an Markus Lang. Der ist. Ah ne, die sind jetzt hier nochmal vorbeigekommen, weil hier weitere Fahrzeuge in der Box sind. Das ist Sören Schuster. Der kommt hinter dem B3 Express heraus. Und da wird die Linie überfahren. Auch wenn das mal nicht nur Ärger gibt. Allerdings hat das der Kollege davor, der Kollege Burmeister, hat da schon angefangen. Der ist nämlich volle Kohle über die Linie gefahren. Und der ist jetzt hier im Kampf. Achtung, oh, da versucht Michael Cesar nochmal neben zu kommen. Aber der ganz große Gewinner dieser Situation ist zunächst einmal Markus Lang. Der ist nämlich jetzt wieder vor denen. Da hat sich der frühe Boxenstopp also erstmal ausgezahlt. Aber Achtung, dessen Reifen sind jetzt die ältesten. Cesar mit einer entschlossenen Attacke kann das sehr viel schon jetzt mitnehmen, ist schon vorne. Und da wird er sich auch vor Turn 7 vorne halten können. Burmeister muss da klein beigeben, auch mit einer kleinen Berührung. Jetzt ist Sören Schuster wieder unmittelbar an ihm dran. Also, Situation in dieser Gruppe nach dem Boxenstopp. Jetzt vorne Glatter und Spindler drin. Daniel Friedrich müsste jetzt auch kommen, denn sonst wird es für ihn auch wieder gefährlich. Weil wir jetzt etwa bei Hälfte des Rennens sind. Noch nicht ganz, 28 Minuten. 0,1 will ich jetzt dafür nicht für allzu voll nehmen, wie da auf der Uhr steht. Jetzt Daniel Friedrich, der immer noch weiter fährt. Das wird gefährlich. Da könnte er nämlich in diese Kampfgruppe zurückfallen. Das ist nicht gut, was er da macht. Achtung, Angriff, jetzt von Silvio Striegler. Und da nutzt er den Mirko Wetzel als zusätzlichen Bremsbock aus. Verhungert jetzt aber auf dem Curb in. Es war ein sensationelles Überholmanöver, aber dann hat er sich da selbst zerschossen, indem er da viel zu früh eingelenkt hat. Das habe ich aber auch noch nicht gesehen, dass er da das andere Fahrzeug als zusätzlichen Prellbock beim Bremsen nutzt. Ich glaube nicht, dass der Mirko Wenzel damit so ganz zufrieden sein wird. Nächste Runde kommt jetzt erstmal von Michael Cesar. Er hat jetzt also seinen Speed gefunden nach dem Boxenstopp. Eieiei, jetzt geht's jetzt zu dritt nebeneinander. Achtung, da hat der Markus Lang richtig Schwung mitgenommen. Und er will es jetzt außen herum wissen. Und er kriegt tatsächlich die Möglichkeit, da vorbeizuziehen. Riesenfehler von Silvio Striegler. Und jetzt räumt er den Mirko Wenzel ab. Also da hat er jetzt wohl einen kleinen Höhenflug bekommen. Uiuiui, das war nicht nett. Mirko Wenzel zieht hier den Kürzeren. Das war jetzt keine nette Attacke da von Michael Cesar, nicht von Markus Lang. Michael Cesar ist es gewesen. Er ist ja an Markus Lang vorher vorbeigezogen. Und jetzt ist vor dem der Andreas Beer, der noch nicht gestoppt hat. Und der kann jetzt dafür sorgen, dass diese ganze Gruppe sich wieder zusammenzieht. So, da ist es jetzt nämlich, weil sie sich erstmal anstellen hier in Turn 8. So, was macht er jetzt? Ich würde das jetzt nicht machen, da um meine Position kämpfen. Das wäre jetzt sinnlos bis zum geht nicht mehr. Und er macht das tatsächlich. Ach, derselbe Ärger, wie wir ihn jedes Mal haben. Gut, das kann ich jetzt verstehen. Er hat noch nicht gestoppt, er hat in dieser Gruppe absolut nichts zu suchen und da braucht man nicht seine Position verteidigen. Andererseits dann den Gegner umdrehen, das ist natürlich auch wieder keine Aktion, die man eigentlich so machen sollte und dann fließt am Ende böses Blut, was eigentlich überhaupt keiner hier nötig gehabt hätte. Und Michael, meine Güte, Michael Cesar. Ambitionierter Überholversuch, gut, den Versuch war es wert, zu oft sollte er das seinen Reifen aber nicht anfühlen. Friedrich fährt immer noch weiter, nur 52er Zeiten. Michael Cesar mit einem riesen Quersteher hier. Markus Lang nutzt das nicht aus, hatte einen Überschuss jetzt beim Rausbeschleunigen, aber ich denke mal, der wird den Michael Cesar da machen lassen. Wir sind ja in einem Team. Steffen Burmeister hat sich auf Rang 8 erstmal konsolidiert. Aber ein gefährliches Spiel, was der Daniel Friedrich da vorne spielt. Er hatte einen schönen Vorsprung auf diese Gruppe, aber dadurch, dass er jetzt so lange auf dem alten Reifen fährt, könnten die selbst hier bei diesen Zweikämpfen schneller fahren als er. Und dann könnte er mitten hier in diesen Pulk rauskommen. Kann aber natürlich auch aufgehen. Ist jetzt schwer zu sagen. Momentan liegt Silvio Striegler mal 40 Sekunden zurück. Das ist das Bild an der virtuellen Spitze. Sascha Glatter eine Sekunde von Daniel Türk und Jörg Spindler nur 2,4 zurück. Das könnte sich hier also noch zu einer Dreiergruppe entwickeln. Wir haben die Hälfte des Rennens jetzt hinter uns. So, wann kommt der hier vorne an die Box?
Zeit hätte er noch bis Runde 22. Jetzt geht er rein. Und sie haben aufgeholt. Silvio Stricker allein im ersten Sektor eine Sekunde. So, jetzt abwarten. Daniel Friedrich ist also drin. Wir haben sich jetzt hier mittlerweile auch mal so zumindest so halbwegs geeinigt. Jetzt können sie also alle erstmal ihr Tempo fahren. So, da ist Daniel Friedrich, immer noch aufgebockt. Jörg Spindler fährt die schnellste Runde mit 1,49,651. Weiter geht's für Friedrich. Hier kommt die Kampfgruppe. Und es sieht so aus, als würde sich das für ihn auszahlen. Wir haben sich also wohl zu viel Zeit da gekostet. Oh, aber er hat noch einen sehr langen Weg. Er ist jetzt erst über die Ziellinie. Und da kommt dieser ganze Expresszug. Und er muss immer noch schleichen. Jetzt gleich, sollte aber reichen. Weil jetzt kann er die Abkürzung nehmen. Und da wird er ganz knapp vor Silvio Stricker wieder rauskommen. Es war gefährlich, was er gemacht hat. Aber letztlich ist alles gut gegangen. Jetzt sollte er sich da vorne auch aus dem Staub machen können, denn er hat jetzt hier von allen die frischsten Reifen. Und auch wenn die Temperatur etwas zurückgegangen ist, sowohl die Lufttemperatur als auch die Streckentemperatur, sollte er jetzt hier das beste Reifenmaterial von allen haben. Podium wird ihm wahrscheinlich verwehrt bleiben, wenn man sich das hier vorne ansieht. Das ist jetzt eine riesen Lücke reingerissen worden. Aber man kann nie wissen, da kann immer noch was schieflaufen nach vorne. Jetzt haben wir hier also ein bereinigtes Klassement. Und schauen wir durch. Also, Ratatouille Spindler, dann Daniel Friedrich. Dahinter diese riesige Kampfgruppe. Silvio Stricker, Markus Lang, Michael Cesar, Steffen Burmeister, Sören Schuster, Andreas Rabber. Dann Abriss zu Mirko Wenzel, der komplett aus dieser Gruppe zurückgefallen ist. Also, der hat ordentlich an Boden eingebüßt. Klaus Dagerhut dann auf der 12. Position, 6,3 zurzeit hinter Wenzel zurück, muss man abwarten, was er weiter für Rundenzeiten fahren kann. Markus Hartmann, 13. Dann geht es weiter mit Rainer Krebs, dem sitzt noch der Tassilo Hai im Nacken. Patrick Pfester hat er ein bisschen distanzieren können beim Boxenstopp. René Nospickel auf der 17. Position, gefolgt von Enrico Weinhold. Thomas Tegen, da schwebt noch das Damoklesschwert der Disqualifikation über ihm, während die nächste schnellste Runde wieder von Jörg Spindler kommt. Felix Schönhofen auf der 20, dann Michael Wöhner, Heiko Sanders, Andreas Beer und Jens Gegner. Also TT war, glaube ich, noch nicht ein zweites Mal an der Box. Der muss noch reinkommen. Da werden wir gleich mal nach der 22. Runde gucken, ob er disqualifiziert wird. Und hier wird wieder rund. Steffen Burmeister macht einen Platz gegen Markus Lang. Gut, Achtung, der drängt den Markus Lang auf die Wiese. Und da geht es schief. Jetzt fliegen sie beide ab. Na, Markus Lang konnte den Schaden in Grenzen halten, wurde nur von Sören Schuster kassiert. Aber das war ein Stoß zu viel. Schade. So eine tolle Leistung hier vom Weitkurspiloten bis dato. Aber das geht auf seine Kappe. Er hat den Markus Lang in die Wiese gedrängt. Da konnte der natürlich überhaupt nicht mehr verzögern. Und dann ist klar, dass das so endet. Er wollte eigentlich Michael Cesar angreifen. Der große Gewinner dieser ganzen Nummer ist Sören Schuster. Der ist nämlich jetzt bis auf die 7. Position nach vorne gekommen. Das hatte aber eine Vorgeschichte schon in Turn 1. Also wir können da in der Analyse mal vorbeischauen. Weil da hatte er bereits einen Platz gut gemacht. Und da könnte es bereits auch schon zu gewissen Lackaustauschen gekommen sein. Also da werden wir gleich mal in der Analyse vorbeischauen. Jedenfalls sieht es jetzt so aus, während mal Sascha Glatter die nächste schnellste Runde fährt mit 1,49,477. Dass jetzt Silvio Stricker sich absetzen konnte, hat jetzt 1,5 Sekunden Vorsprung auf Michael Cesar. Dann kommt Sören Schuster und Markus Lang. Andreas Rabach ist noch dran und dann ein Abriss zu Mirko Wenzel. Dann erst wieder Steffen Burmeister, der hat sich da zwischen Wenzel und Dagerhut einsortiert. Ja, und so ändert sich also das Bild hier Runde für Runde. So, vorne hat also Sascha Glatter jetzt wieder ein bisschen zugelegt. Jörg Spindler hatte eine schwächere Runde drin. Nichtsdestotrotz sieht das sehr gut aus für WIW-Werkzeuge hier momentan mit den Plätzen 2 und 3.
Oh, jetzt hat er Daniel Kirk aber gerade einen reingekommen im ersten Sektor. 7/10 Sekunden, muss ein Fehler gewesen sein, schon in den ersten Kurven. Jetzt finden gleich die beiden GEW-Piloten zueinander, sind nur noch 1,1 Sekunden. Und Silvio Strieckler, jetzt dadurch, dass er auch aus dieser Gruppe sich absetzen konnte, macht sich mal auf an die Verfolgung hier von Daniel Friedrich. Derzeit kann er den Abstand mal konstant halten. Friedrich hat etwas frischere Reifen. Aber schauen wir mal, zur Zeit hat er den Speed, um da zumindest mal mitzuhalten. Das hat sich jetzt hier alles mal so ein bisschen beruhigt, seit dieser Kollision, die wir dort hatten. Aber Markus Lang hat jetzt gleich die Lücke geschlossen zu Sören Schuster und dann geht das hier wieder von vorne los. Andreas Rabach schaut sich das aus der Loge an. Hat ja schon mal ein bisschen rüber wegen den Windschatten abreißen lassen. Und Elf geht jetzt in Wochen natürlich absolut voll. Also Sören Schuster 25 Kilo, Michael Cesar, der davor fährt, 40 Kilo und Markus Lang bei den Regier an Bord sind 20 Kilo. Vollständigkeit halber Andreas Rabach, der dahinter fährt, 15 Kilo an Bord. Also vorbestraft sind die alle. Silvio Strieckler, der fährt ganz ohne Kilos da vorne. Gleiches geht für Dani Friedrich. Klaus Dageroth hat 1,2 Sekunden im letzten Vektor auf Mirko Wenzel gut gemacht. Der hat aber auch einen Platz an Steffen Burmeister verloren. Also da ist wieder, der hat sich wieder um einen Platz jetzt verbessert. Dann ein Labermeier und Hamburger Piloten vorbei. Plötzlich sieht es für die beiden gar nicht mehr so gut aus. Also Rabach auf 9, Wenzel auf 11. Die würden auf jeden Fall den dritten Platz an GIW verlieren, wenn es so ausgehen sollte. Weiter hinten haben Tassilo Hai und Reinhard Kletz gerade die Plätze getauscht. Das sieht man hier anhand der Abstände. Jetzt ziehen wir war Kletz noch vorne. Mittlerweile hat Hai die 14. Position übernommen. Jetzt aber ist natürlich eine große Lücke hier drin. Fast 6 Sekunden. Da vorne, aber da wird schon wieder munter gekämpft. Andreas Rabach ist jetzt dran an Markus Lang. Wenn er jetzt nach vorne kommt, weiß das natürlich auch, dass die Idee heute nicht gefunden wird. Aber da wird auch Trinkern jetzt langsam besorgt sein müssen. Und er baut jetzt der Andreas Rabach einen Überschuss auf, kriegt nur die Außenbahn angeboten. Und versucht es jetzt mit einem Gewaltakt auf der Bremse. Ist er zu spät dran oder kriegt er das rum? So, ist jetzt für die nächste Kurve innen, dann aber wieder außen. Kleine Kollision, aber in diesem Fall zieht Rabach den kürzeren. Lang bleibt erstmal vorne. Dadurch kann jetzt Sören Schuster sich da vorne wieder absetzen. So, Thomas Tegen hat seinen Boxenstopp auch absolviert, also der hat den noch gemacht. Da haben wir ihn gerade noch ganz kurz ohne Abstand gesehen. Ist natürlich durch diesen zusätzlichen Boxenstopp jetzt komplett zurück. So, was da vorne passiert? Dani Türk hinter Jörg Spindler plötzlich. Also, Platztausch hier bei den beiden GIW-Piloten. Also, da muss der Dani Türk irgendwas drin gehabt haben. Das wäre Jörg Spindlers bestes Saisonresultat, wenn er das durchbringen sollte. Dadurch hat jetzt Sascha Glatter da vorne natürlich wieder einen größeren Vorsprung von jetzt fast 4 Sekunden. Und er fährt jetzt hier munter seinem nächsten Sieg entgegen. Luft kühlt weiter ab und da auch die Strecke hat wieder um 2 Grad nachgegeben. Heute schon mal 36. Silvio Strieckler kann mit Daniel Friedrich nicht mithalten, kann sich aber hier weiter vor der Gruppe behaupten, sich da aber nicht weiter absetzen.
Und da jetzt auch Michael Cesar und Sören Schuster mal freie Fahrt haben, können die ihr Tempo gehen. Markus Lang muss sich da immer noch mit Andreas Rabach auseinandersetzen. Und dahinter kommt dann Steffen Burmeister schon wieder an, der bereits 2 Sekunden abgeknabbert hat von dieser Lücke, die sich da aufgetan hatte. Klaus Dagenroth hat jetzt gleich den Mirko Wenzel eingeholt. Sind noch 18 Minuten, also noch genug Zeit, hier ein bisschen Boden gut zu machen. Wird er jetzt sicherlich auch schon die ganze Zeit so ein bisschen beobachtet haben. Gucken, wo komme ich ran, wo hat er seine Schwächen. Und schon mit einem möglichst großen Erfahrungsschatz gleich in diesen Zweikampf reinzugehen. So, am ehesten tut sich jetzt hier noch was. Sonst da hinten ist das eigentlich alles ein bisschen weiter auseinandergezogen. Nur alles hat Markus Hartmann. Und wir dann Abstände, da sehen wir 3 Sekunden, 5 Sekunden, 7 Sekunden. Dann keine unmittelbaren Positionskämpfe mehr, weil da alles sehr weit auseinandergezogen ist. Vorne an der Spitze kommt zumindest mal Jörg Spindler jetzt wieder an Sascha Glatter ran, aber das ist natürlich noch ein großer Abstand. Und Sören Schuster hat Michael Cesar eingeholt. Da ist jetzt also zunächst einmal die Zeit abgelaufen gewesen. Aber da ist Schuster gerade auf diesen Grünstreifen rausgekommen. Und an der Stelle ist der Grünstreifen ganz unangenehm. Der hat dann nämlich die Gripverhältnisse, die sonst auf Gras herrschen. Das heißt also, das hat gerade jede Menge Schwung gekostet. Und folglich hatte Sören Schuster auch schon wieder 19 Rückstand auf der Ziellinie. Oh, Achtung, Klaus Dagenroth mit dem ersten Angriff. Jetzt angefahren. Aber allerdings kann die Grenze standhalten. Grenze hat 30 Kilo, Klaus Dagenroth keine. Trotzdem, es sieht so aus, als würde das Team Labermeier und Hamburger hier den ersten Winter der Saison erhalten. Momentan sind die Positionen da nicht befriedigend. Wir haben noch einen, der versucht, einen gut zu machen, aber es ist davon auszugehen, dass Dagenroth sich da gegen Münzen noch durchsetzen wird. Das heißt, auf der anderen Seite verlieren wir dann wieder einen. Ja, Markus Lang gerade nicht optimal durch die Schikane gekommen. Da öffnet jetzt Rabach nochmal eine Gelegenheit hier, da nochmal was vor Turn 12 gleich zu probieren. Jetzt sehen wir den Schatten hier mit, baut schon den Überschuss auf. Linie innen ist komplett abgeriegelt, das ist schon mal durch. Oh, Achtung, spät auf der Bremse, zu spät der Markus Lang, kommt da durch. Ja, er hat den Platz, er hat den Platz gut gemacht. Also, schön den Markus Lang da in einen kleinen Fehler getrieben. Der hat versucht, seine Linie zu verteidigen und dabei ist er zu weit rausgeschossen. Und da dreht sich der Mirko Wenzel raus, ich glaube, der Dagenroth hat ihn aufgespießt. Der macht jetzt nämlich ganz langsam und wird Wenzel jetzt wieder vorbeilassen. Und hat er den Splitter? Nein, er hat ihn noch dran. Er hat ihn noch dran, okay. Also, ich denke mal, Wenzel geht da jetzt wieder vorbei. Ja, das war ein Abschuss von Klaus Dagenroth und da hat er ihn jetzt durchgelassen. Gut, an den Steffen Burmeister wären sie ehrlich gesagt nicht mehr rangekommen. Insofern sollte die Nummer durch sein. Weil der hat den höheren Speed. Und hier hat sich jetzt Rabach auch gegenüber Lang schon ein paar Meter absetzen können. So, hier geht's jetzt wieder weiter, aber auch etwas weiter vorne hat sich der Sören Schuster wieder rangefahren an Michael Cesar. Derzeit aber kein Angriff. Wenn jetzt Schuster und Cesar da vorne anfangen sollten zu kämpfen, gäb's für den Andreas Rabach noch eine Gelegenheit, daran zu fahren. Dann überholen könnte, müsste man mal abwarten.
Also diesmal läuft das Rennbike aus Dagoroth eigentlich relativ problemlos, bis auf diesen kleinen Abschluss gerade, aber ich meine, dass sich das im Qualifying versaut. Also er kriegt es im Qualifying und Rennen perfekt einfach wieder ein Rennabend hin. Muss er jetzt schon wieder auf das nächste Rennen hoffen. Jetzt wohl diesmal nicht. Spät auf der Bremse. Oh, das spricht jetzt aber nicht gerade für Mirko Wenzel, weil der hätte die Kurve eigentlich gekriegt, musste jetzt halt nur in weiten Bogen fahren, weil da der andere Audi R8 gewesen ist. Und Mirko Wenzel aber ein ganzes Stück zu früh auf dem mittleren Pedal. Dann das Update von der Spitze. Jörg Spindler kommt nach wie vor ganz langsam ran, aber zu langsam. Na gut, gerade wo ich sage, hat er 4 Zehntel abgefeilt, also 2,3. Sascha Glatzer dürfte da vorne am Limit sein, aber selbst wenn er da noch rankommen sollte, das mit dem Überholen, man weiß, er ist noch mal eine ganz andere Geschichte. Es sind noch 12 Minuten. Rabach hat momentan 3,6 Sekunden Rückstand auf Sören Schuster, der Michael Cäsar unter Druck setzt und jetzt den Fehler macht. Wird dafür aber nicht groß bestraft, also da hat er jetzt Glück gehabt, dass er nicht zu weit in die Auslaufzone gerutscht ist. Insofern hat er einen kleinen Zeitverlust, aber das hätte wesentlich übler ausgehen können. Dadurch kommt jetzt Rabach natürlich nochmal näher. Das motiviert dann immer, wenn man sieht, wie der Abstand da nach unten schießt. Also, was hat denn das gekostet da vorne? Ja, eine Sekunde etwa, den das Rabach etwas schneller kann als die beiden da vorne. Aber auch hier ist dann natürlich die Sache dieselbe wie bei Spindler. An der Spitze anfahren und überholen, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, und Daniel Türk, ich habe immer mehr das Gefühl, dass das gar kein Fehler von ihm war, sondern dass einfach der Jörg Spindler schneller kann, weil er kann das Tempo von Glatte jetzt nicht mehr mitgehen. Er hat jetzt hier einen sicheren dritten Platz nach Hause. Damit hat er seine Aufgabe im WIW-Team auf jeden Fall sehr gut erledigt. Damit werden die einen ganz schönen Sprung nach vorne machen gegen Trinklein. Wir müssen mal schauen, ob Serienorganisator Michael Heidorf den aktualisierten Tabellenstand noch während der Übertragung hinbekommt. Dann können wir den am Ende der Übertragung noch einblenden. Also GIW wird auf jeden Fall Labermeier und Hamburger hinter sich lassen. Ob es dann für Trinklein reicht, das muss man abwarten. Wir liegen momentan auf den Plätzen 6 und 9. Also Markus Lang kann Andreas Rabach wegfahren. Anfahren und Michael Cäsar gestaltet sich aber als schwieriger. Steffen Burmeister macht auch keine Fortschritte mehr. Dahinter dann die beiden, die immer noch kämpfen. Also ich glaube, da wird man auch nicht vorbeikommen. Aber aufpassen, aber dahinter Markus Hartmann wird jetzt beständig auf das Duell da auf. Also ewig Zeit hat er nicht. Das Handschuh ausgewählt, dass er da gerade mal drauf gefahren ist und den umgedreht hat. Kann dann noch etwas vorsichtiger zu sagen, weil zweimal will man das nicht machen. Jetzt hat er mal einen guten Windschatten. So, was passiert? Ja, links, aber da macht er jetzt einfach dicht. Das ist jetzt gefährlich rüber. Spätes Bremsmanöver da, kann er außen herumgegenhalten? Nein. Da ist Nein hier. Cäsar kann sich jetzt vor Schuster behaupten. Oh, Fehler von Dagoroth beim Rausbeschleunigen. Markus Hartmann schließt immer weiter auf.
So, das geht richtig schnell hier. Also bald hat man da Anschluss hergestellt. Der Weitbus-Pilot hat dann die besten Aussichten, hier noch weitere Plätze gut zu machen. Die Top 10 wird für ihn dann sicherlich nicht mehr gehen. Aber Wenze und Dagerot sind da plötzlich auf dem Präsentierteller. Zumindest der Sikon-Pilot macht mir hier einen sehr schnellen Eindruck. Mirko Wenzel kämpft jetzt mit den 30 Kilo, die er mit zu schleppen hat. So, da hinten verliert gerade Andreas Beer eine Position. So, was haben wir denn da? Oh, da haben wir mal im hinteren Feld einen Kampf. Und dann werden wir jetzt hier auch mal draufbleiben, um das hintere Feld auch mal ein bisschen hier zum Zuge kommen zu lassen. Wir wollen ja eigentlich immer das ganze Feld zeigen, aber die größten Rennen sind dann mal im Vor- und Mittelfeld diesmal abgelaufen. Aber selten genug, dass wir hier einen großen Kampf im hinteren Feld hatten. Und deshalb geht es hier gerade auch mal ordentlich zur Sache. So, jetzt dreht sich Bea weg. Da hat sich vorhin noch Heiko Sanders ebenfalls gedreht. Und ein Fahrer, der überrundet das ganze Drama hier gerade. Das ist der Daniel Friedrich. Also Wöhner kann jetzt erstmal durchatmen. Der gerade der Andreas Beer so weggedreht hat. Der Heiko Sanders wird das Ganze jetzt gleich zum Dreikampf machen. Immer wieder mit unseren Blicken hier auf das erste und zweite Zeitentableau. Da haben wir auch im ersten momentan nichts, was wir verpassen. Vielleicht das Michael Cesar. Gut, doch, den Silvio Stricker warten wir schon die ganze Zeit zu 2 Sekunden. Oh, heute besonders mit leichten Schwierigkeiten. Zweiten Tableau. Ja, war gerade mal kurz Markus Hartmann vorbei. Also, wenn sich da was tut, dann müssen wir da natürlich wieder vorbeischauen. Schauen wir mal hier auf Andreas Beer. Der unterwegs ist im Fahrzeug vom Hauptsponsor. Wir sehen hier Autoform. Der Engineering. Beten ja vom Team Sim Racing Deutschland. Er und den Genusspickel. Das sah im Qualifying ja gar nicht so schlecht aus, was der Genusspickel davor exerziert hat. Aber da ist hier im Rennen nicht so sonderlich viel gelaufen. Das jetzt mal zeigen, Genusspickel da deutlich Plätze verloren. Das nochmal anschauen, da haben wir natürlich Michael Cesar als großen Gewinner, aber nach dem Qualifying ist das auch kein Wunder. Ich glaube, da wird man sowieso ausklammern. Hier hat Andreas Beer jetzt den Michael Wöhner wieder eingeholt. Der hat gerade einen Fehler gemacht und deshalb zieht Beer jetzt hier auch vorbei. Aber noch nicht durch, hier wird jetzt in Turn 3 verlagert, dieser Kampf. Jetzt hat Bea die Position hier gut gemacht. Jetzt kommt diese ganze Kampfgruppe da an. Sanders macht da schon Platz. Silvio Stricker ist durch. Gerrit Cesar ebenfalls und auch Jürgen Schuster. Der nächste wäre dann Andreas Rabach. Das ist aber mittlerweile keine wirkliche Kampfgruppe mehr. Es ist nur noch eine Gruppe, die hintereinander herfährt. Also momentan ist das Ganze da so eine Prozession, wie wir sie lange Zeit in der Formel 1 in die Garten gesehen haben. Hier allerdings wird noch richtig gekämpft. Geht jetzt in die absolute Schlussphase. Heißt also, so langsam wird dem Klaus Dagerot jetzt hier der Geburtsfaden reißen. Jetzt versucht das auf der Innenbahn und da zieht Mirko Wenzel rein. Und da ist natürlich klar, dass es dann zur Kollision kommt. Ja, so eine Massa-Hamilton-Geschichte, die wir jetzt hier hatten. Wir haben sie schon mal berührt. Ja, und dann ist der Gewinner jetzt Markus Hartmann, der einfach an beiden vorbeifährt. Sensationell. Der Klaus Dagerot, letztlich steht bei ihm plus minus null. Und ein Abschuss. Das geht jetzt aber auch bei dieser Kappe. Also ich weiß nicht, ob da vielleicht ein bisschen zu spät auf der Bremse war. Andererseits kann da der Mirko Wenzel nicht einfach so reinziehen und so tun, als wäre der gar nicht da. Der war nun mal vorhanden. Und da ist klar, dass es zu so einer Kollision kommt. Auch die hat eigentlich kein Mensch gebraucht. Schade, ging lange Zeit sehr fair zwischen den beiden ab. Dieser kleine Umdreher da, den hat der Klaus Dagerot dann auch auf seine Kappe genommen. Hat ihn wieder durchgewunken in Mirko Wenzel.
das Ding jetzt, auch wenn es spektakulär aussah, Mirko Wenzel wurde da richtig aufgespießt, ist da auf zwei Rädern dann in die Auslaufzone gefahren, hätte sich beinahe überschlagen. Würde ich jetzt nicht den Klaus Dahlgeruch im Fahrzeug dazu schieben. So, auch wenn ich jetzt gesehen, die schnellste Runde wird in diesem Rennen wohl an Sascha Latter gehen. Frage, dann kann Dahlgeruch jetzt den Markus Hartmann nochmal überholen oder wird der letztlich als der ganz große Gewinner dieser Auseinandersetzung da aus dieser Sache herausgehen? Und Jörg Spindler auf 1,4 rangekommen, aber dem wird jetzt schlicht und einfach die Zeit ausgehen. Und Michael Cesar ist wieder auf eine Sekunde an Sören Schuster ran, an Silvio Strieg daran und Sören Schuster bekommt es jetzt hier mit Andreas Rabach zu tun, der auch unter eine Sekunde rangefahren ist. In allen Fällen allerdings jetzt die Frage, können die da noch einen Angriff starten? Wird schwer genug werden. So, da wird fair Platz gemacht im hinteren Feld, obwohl die ja da auch noch um Positionen kämpfen. Also, Michael Cesar ist plötzlich in unmittelbarer Angriffsdistanz. Silvio Strieger hat da Probleme mit dem Reifen. Würde mich jetzt eigentlich wundern, weil Cesar hat 40 Kilo, der müsste viel eher mit dem Reifen zu tun bekommen. Was ist da los bei Silvio Strieger? Jetzt da jetzt dem FMF-Piloten doch noch an den Kragen, der sah ja eigentlich relativ sicher aus. So, Sascha Glatter sehen wir hier im Bild, der wird nach dieser Runde noch eine fahren müssen, also wir werden 33 Runden erleben. Kann sich nicht leisten, langsam zu machen. Plätze 3 und 4 sollten sicher sein, 1 und 2 eigentlich auch. Aber ja, da findet sich jetzt alles doch nochmal zusammen. Klaus Dahlgeruch wird gegen Markus Hartmann wohl nichts mehr ausrichten können, da bleibt der Abstand konstant. Dahinter sind die Abstände zu groß, Thomas Tegen hat es immerhin noch auf Platz 19 wieder nach vorne geschafft. Aber dessen Rennen war eigentlich schon im Qualifying vorbei. Wobei, man muss auch sagen, wir hatten ja schon auch die Jagd gesehen, die vom letzten Platz bis auf die zweite Position ging. Aber im Falle Thomas Tegen hatte sich das natürlich dann gleich nach 5 Runden erledigt gehabt, dass er da plötzlich an der Box war. Aus welchem Grund auch immer. Andreas Rabach will jetzt den Platz gegen Jürgen Schuster. Er hat noch richtig gutes Reifenmaterial. So, jetzt schauen wir mal hier vorne. Ja, wir sind schon in der 33. Runde. Das heißt also, es geht noch einmal rundherum. Das wird jetzt die letzte Runde sein. Die sind noch in der vorletzten hier. Jetzt gibt es die Chance für Andreas Rabach. Und er hat einen sehr guten Topspeed. Das haben wir die ganze Zeit schon beobachten können. Sören Schuster geht erstmal auf die Kante hier. Beide bremsen etwa zum selben Zeitpunkt. Schuster blockiert einmal kurz, rutscht aber nicht zu tief rein. Das Fahrzeug dahinter ist überrundet. Spielt keine Rolle. Doch hier geht es jetzt in die letzte Runde. Der Spindler lässt nicht locker, aber Sascha Glatter sollte es sicher haben. Und Spindler macht einen Fehler. Gut, er kann den Ausritt verhindern, aber er war gerade zu weit außen. Der er hatte einen zu schlechten Start. Beziehungsweise so schlecht war der ja gar nicht, aber er ist in der ersten Kurve so rausgerutscht. Und ist dadurch dann hinter Daniel Friedrich erstmal festgehangen. Wäre das nicht gewesen, dann hätte er da vorne sicherlich ein kräftiges Wort um den Sieg mitsprechen können, was er jetzt zwar auch tut, aber dann wäre seine Ausgangsposition natürlich deutlich besser gewesen. So, also das hier wird auf jeden Fall in die letzten Kurven verlagert, das werden wir da aber nicht mehr zeigen können, weil dann müssen wir natürlich nach vorne schalten. Sascha Glatter und Jörg Spindler, die haben auf jeden Fall das ganze Feld hier mal richtig versägt. Daniel Türk noch so halbwegs mit dem Anschluss. Aber dann der große Abriss. Wir gratulieren Sascha Glatter zum erneuten Sieg hier
in Istanbul. Sascha Glatter ist über die Linie und gewinnt den sechsten Lauf zur AVRS. Jörg Spindler, herzlichen Glückwunsch, zweite Position. Also nach dem solchen Rennen zuletzt ist das natürlich auch wieder eine richtige Wohltat. Und dritter wird Daniel Türk, also da wird der Boss von GIW sicherlich richtig stolz sein auf diesen Ersatzpiloten hier, der Michael Bräutigam wirklich würdig vertreten hat und auf die dritte Position gefahren ist. Hier gibt es noch ein Fotofinish. Da müssen wir gratulieren dem Team Racecar hier für Siebenwurst unterwegs mit der besten Saisonplatzierung. Vierter Platz für Daniel Friedrich. Ich glaube, der wird voll aus dem Häuschen sein. Fünfter wird Silvio Stricker. Dann kommt Michael Cesar und Sören Schuster hält sich vor Andreas Rabach. Jetzt kommen die beiden Weitkurspiloten. Da haben wir einmal den Steffen Burmeister. Der ist an Markus Lang noch vorbei. Ach, herrje, Markus Lang hat dann den Platz noch an Steffen Burmeister verloren. Da kann er sich aber nur selbst zurückfallen lassen haben. Und hier geht's ganz, ganz brutal zur Sache. Da drängt der Markus Hartmann den Klaus Dagerud in die Boxenmauer, um sich so noch den 11. Platz zu holen. Also sauber war die Nummer nicht. Mirko Wenzel wäre fast noch von Tassilo Hai kassiert worden. Rainer Krebs kommt auf die 15. Position. 16. wird Patrick Lester. Und das Manöver da mit der Boxenmauer, da könnte sein, dass es da nochmal seitens der Rennkommission einen Blick drauf geben wird. Enrico Weinholz, 17. dann René Nospickel, Thomas Tegen, Felix Schönhofen. Wir hatten gerade noch einen, der vom Server runtergegangen ist. Der war aber schon im Ziel. Das war Michael Wöhner. Andreas Beer, 21. Heiko Sanders, 22. Dann Michael Wöhner und Jens Hegner auf den Plätzen 23 und 24. Alle Fahrer im Ziel. Das war's hier vom Rennen. Wir machen jetzt einmal kurz hier den Trailer. Dann gibt's noch Siegerinterviews und natürlich dann die Verlosung des Gutscheins und eventuell auch noch den aktualisierten Tabellenstand. Also bis gleich. So, der Staub legt sich hier so langsam im Autodrom, an Louis Speedpark. Und es gibt allerdings noch einiges hier zu klären. Und wir haben die Wertung jetzt bereits drauf, also der Michael Heidorf war hier richtig schnell, dann werden wir uns das gleich mal ansehen, wie es da jetzt steht. Also hier gibt es jetzt erst einmal kurz das Replay und dann müssten wir den Meisterschaftsstand ja hier schon aktualisiert haben. Also schauen wir mal drauf. Ja, da sind die Punkte schon drin. Trinklein ist auf jeden Fall auf der zweiten Position noch geblieben. GIW ist jetzt, wie schon erwartet, Dritter. Der Punkteabstand allerdings, so, das muss ich bei mir mal gerade aufrufen, weil auf dem Live-Viewer ist das leider nicht zu lesen. So, der Punkteabstand beträgt noch 10 Punkte zwischen GIW und Trinklein. Da ist also plötzlich wieder alles drin und das trotz dieser völlig verkorksten ersten Saisondrittes bei GIW.
Trink dein also jetzt 221 GIW 211 und Labermeier und Hamburger nur noch 198. Also da ist natürlich dann jetzt schon ein gewisser Rückstand vorhanden. So, dann schauen wir uns jetzt das Replay hier an. Also, was haben wir hier alles drin? Wir haben zunächst einmal Daniel Friedrich, der in der Anfangsphase irgendwann ziemlich zurückgefallen ist. Also das war so zwischen der dritten und fünften Runde. Da müssen wir jetzt mal raussuchen, wo das gewesen ist. Also hier ist er bereits auf Platz 4 zurückgereicht worden. Waren wohl zwei voneinander unabhängige Überholmanöver. Muss aber irgendwo der Daniel Friedrich mitgeholfen haben, weil da hatte er ja noch einen Vorsprung. Und jetzt suchen wir uns diese Stelle halt einfach mal raus, wo es passiert ist. Das war Turn 1, ja, und es war in der Tat ein Verbremser von Daniel Friedrich hier in die erste Kurve hinein. Es war kein Verbremser, es war Turn in Overs hier und er hat versucht, das ausbrechende Heck wieder einzufangen. Dabei haben die Vorderreifen Grip bekommen und er ist in die Auslaufzone gefahren. Das hat also dafür gesorgt, dass zunächst einmal Markus Lang vorbeigezogen ist. Der Jörg Spindler, der nicht nur hinter Daniel Friedrich, sondern auch hinter Markus Lang festgehangen hat, trotzdem um ein Haar noch gewonnen hätte. Der hängt jetzt also zu diesem Zeitpunkt noch hinter und da muss es dann hier irgendwann passiert sein. Also es waren zwei voneinander unabhängige Überholmanöver, die den Daniel Friedrich da auf die gute Position zurückgeworfen haben. Das ist dann wohl der Klassiker hier vor Turn 12. Na, da müsste er dann aber mitgeholfen haben. Machen wir mal rein. Nein, da ist er aber noch vorne. Dann ist es wohl Turn 1 gewesen. Da kommt dann wieder in Turn 3 und da zieht dann der Sprinter eiskalt vorbei. So, das ist also der Grund, was da abgelaufen ist. Jetzt springen wir zu Markus Lang und zwar in die 11. Runde. 10. 11. Runde um den Dreh, da ist er plötzlich zurückgefallen. Und zwar richtig. Also da ist das nicht nur ein einfaches Überholmanöver gewesen. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier den Jörg Spindler schuldig sprechen müssen oder ob Markus Lang... Oh! Okay, da war ein Zusammenhang. Ich muss sagen, ich hätte es nicht erwartet. Jörg Spindler hat ihn ganz klar umgedreht. Also jetzt nochmal das Ganze hier von vorne. Also, Jörg Spindler hier in Angriffsposition. Hat sich da rangefahren, den Markus Lang kassiert. So, dann schauen wir mal hier hin. Da kommt hier eine erste Berührung. Markus Lang geht da nochmal vom Gas. So können wir den aber gar nicht, den Jörg Spindler. Das war ein ganz klarer Abschuss, würde ich sagen. Ja, so geht das eigentlich nicht. Also. Ja, und der bedauernswerte Markus Lang ist dadurch zurückgefallen bis auf die siebte Position. Dann mitten in diesen gigantischen Kampf hier geraten. Und dann hier das pure Chaos ausgebrochen ist. Und das haben wir hier zur Hälfte dann noch mitgekriegt. Ach, da war er sogar zu dem Zeitpunkt. Also, Jörg Spindler, das war so nicht in Ordnung. Müssen wir dann im Nachhinein durchgehen. Den haben wir ja gleich sicherlich noch im Interview. Aber das war es hier von der Nummer. Da ging es dann hier kräftig zur Sache, aber das hatten wir größtenteils drauf. Also die Gruppe, die war natürlich hier mega unterhaltsam. 19. Runde, da war dann wieder Markus Lang mit drin. Da ist er ja dann von Steffen Burmeister überholt worden. Das war bereits die Folge. So ist der Teamkollege vorbeigekommen. Es war erstmal ein Fehler von Markus Lang. Das ist hier wieder
Bahn 1, wie wir es kennen. Ah nein, er hat sich, das war ein recht unkonventionelles Überholmanöver von Michael Cesar durch die Auslaufzone. Lang ist seinerseits auch weggerutscht und dadurch hat Steffen Burmeister versucht, da reinzukommen. Und da schickt er den Markus Lang beim Versuch, Michael Cesar anzugreifen in die Wiese. Und da kann Markus Lang nicht mehr verzögern und deshalb kommt es da zum Zusammenstoß. Der lachende Dritte ist Sören Schuster. Also so sieht das Ganze dann aus dem von Lang aus. Es gab keinen direkten Stupser, aber er versuchte da auszuweichen. Da kann er natürlich nichts mehr machen. So, eine Situation, die es noch zu analysieren geht, ja, wie ist der Daniel Türk dann auf Platz 3 zurückgefallen? Nehmen wir mal an, dass die Plätze freiwillig getauscht haben. Hier ist er noch vorne, nach 21. So, wenn wir 22 drauf waren, da war er dann hinten. Ja, doch, das ist einvernehmlich. Also, hätten wir das auch geklärt. Das also war es jetzt hier von der Analyse. Und dann schauen wir mal, wer sich jetzt hier so zum Interview bereit erklärt. Sascha Glatter normalerweise relativ interviewscheu. Momentan haben wir noch gar keinen. Ich werde dann jetzt mal hier die Fahrer entsprechend hochziehen. So, also, da wären wir jetzt hier zur Pressekonferenz der ersten drei, wenn man so möchte. Sascha Glatter, herzlichen Glückwunsch, kann man nur sagen, mit 50 Kilo wieder alle nass gemacht. Nicht nur im nassen Qualifying, sondern auch auf der trockenen Strecke dann. Also, Gratulation, tolles Rennen, wie war es aus deiner Sicht? Ja, danke erstmal. Ja, richtig anstrengend, vor allem, ja, was heißt vor allem, der erste Stint und der zweite Stint, einmal mit dem Daniel Türk und einmal mit Jörg Spindler. Und ja, immer ein bisschen auf Distanz gehalten, was heißt immer, voll am Limit gewesen und ja, erste Runde war richtig knapp, ansonsten war es eigentlich nur, oder was heißt nur, es war halt die ganze Zeit am Limit. Ja, bin glücklich. Hätte ich nicht gedacht, auf der Strecke mit den 50 Kilo, naja. Gut, also, ja, glücklich kannst du natürlich auch sein. Das war eine super Leistung mal wieder, vor allem im Qualifying. Also, in dem nächsten 7/10 aufgebrummt. Wie schwierig ist das, sich da mit einer Outlap dann auf die Verhältnisse einzuschießen und die nächste muss gleich passen? Na, ja, man versucht einfach in der Aufwärmrunde schon zu schauen, wo das Limit ist. Und ja, ich bin keine Runde vorher im Nassen gefahren, aber man muss sich halt richtig schnell dran gewöhnen und da muss dann alles passen. Die Runde war zwar auch nicht perfekt, 2-3 Fehler drin gewesen, aber hat ja zum Glück gereicht. Ja, allzu viel gibt es dann ja gar nicht mehr. Rennen von vorne mehr oder weniger kontrolliert. Am Ende wurde es ein bisschen eng, da ist der Jörg Spindler dann plötzlich rangekommen. Wie hast du das gesehen, als da der Abstand geringer wurde? Hattest du das unter Kontrolle? Wusstest du, der kommt nicht schnell genug ran? Oder ist dir da doch irgendwo das Herz in die Hose gerutscht? Ja, was heißt Kontrolle? Ich bin halt so schnell wie möglich gefahren und hat zum Glück gereicht dann zum Schluss. Also Kontrolle war das eher nicht, war eigentlich volles Limit. Also es war schon eine recht knappe Angelegenheit. Ja, also Sascha, dann vielen Dank für dein Statement. Weiterhin viel Erfolg und dann bis zum nächsten Rennen in Valencia. Jo, dankeschön. So, das also das Statement unseres Rennsiegers und jetzt haben wir hier noch die beiden GIW-Vertreter, die kriegen erstmal wieder schöne Grüße hier von ihrem Chef. Also, das habt ihr toll gemacht, soll ich ausrichten. Jörg Spindler, zweite Position, Gratulation dazu. Aber wir haben gerade in der Analyse noch ein Manöver gesehen, was gegen Markus Lang ein bisschen ziemlich hart aussah. Kannst du das erstmal schildern? Ja, ich habe mich auch schon gerade eben bei Markus entschuldigt. Also wie gesagt, es war auf jeden Fall keine Absicht gewesen, da so reinzuhalten.
Es ist halt immer etwas schwierig, da das Limit zu finden, so nach Möglichkeit so knapp wie möglich dran zu bleiben und dann in der nächsten Kurve wieder sich daneben zu setzen. Und ich wollte halt eigentlich ganz knapp dahinter bleiben, um dann nach der Start am Ziel in der ersten Kurve an ihm vorbeizugehen. Und hat mich da einfach ein bisschen verschätzt beim Rausbeschleunigen, weil er ein bisschen auf den Körb gekommen ist. Und ja, ist leider dumm gelaufen. Ja, dein Rennen hat mit einem guten Start angefangen, aber dann hingst du auch gleich wieder in der Auslaufzone drin, bist dadurch ein bisschen zurückgefallen. Wie war das in der ersten Runde? So ganz haben wir es nicht gesehen, nur aus einer Kamera, dass du da ein bisschen spät dran warst. Wie war die erste Runde für dich? Ja, also wie gesagt, den Start habe ich eigentlich super, super erwischt und bin dann beim Anbremsen ein bisschen weit nach außen gekommen. Und ja, das sind dann die zwei, ich weiß gar nicht, wer das war, also zwei Leute an mir vorbeigegangen und war am Ende, glaube ich, Fünfter oder Sechster. Und habe dann so die ersten, ja, fünf, sechs Runden relativ viel Zeit natürlich dadurch verloren. Ansonsten denke ich mal, wäre es vorne hin noch ein bisschen knapper mit dem Sascha zusammen gewesen. Wann ist dir klar geworden, dass du eventuell noch eine Siegchance hast? Ja, ich habe ja relativ schnell gemerkt, dass die Zeiten so, oder dass ich mit der Spitze mithalten konnte mit den Zeiten. Ich hatte eigentlich mir schon Siegchancen ausgerechnet, vor allen Dingen nachdem ich gemerkt habe, dass ich im ersten Stint relativ schnell wieder aufschließen konnte, nachdem ich frei fahren konnte. Im zweiten Stint war es dann halt so gewesen, dass ich dann nur mit Mühe Zehntel um Zehntel an Sascha rankam und ich denke mal, selbst wenn ich noch näher rangekommen wäre, also eine reelle Siegchance hätte ich wahrscheinlich nicht gehabt, weil wenn man auf dem Level dann fährt, sich vorbeizubremsen, ist dann relativ schwierig. Ja, bist du letztlich zufrieden mit dem Resultat oder ärgert der Zeitverlust in den ersten Runden dann doch? Ich sag mal so, alles was in den ersten fünf Positionen ist, ist für mich ein super Ergebnis, deswegen bin ich da super zufrieden mit dem Position 2. Ja, also auf jeden Fall eine große Steigerung gegenüber dem letzten Rennen. Danke, Jörg Spindler, für dein Statement und dann weiter viel Erfolg bis zum nächsten Rennen. Dankeschön. Ja, Daniel Türk, ja, als Ersatzfahrer hier gestartet, lange Zeit den Sascha Glatter unter Druck gesetzt, letztlich Dritter. Aufgabe erfüllt, kann man sagen, oder? Wie glücklich bist du? Ja, bin schon sehr glücklich, weil ich hatte viel Zeit zur Vorbereitung. Das kam auch erst gestern, die Info. Dafür lief es aber sehr gut. Ich hatte gehofft, es regnet im Rennen, weil ich habe mich sehr wohl gefühlt im Warm-up mit dem neuen Setup. Da wäre ich wahrscheinlich auch besser unterwegs gewesen. Aber so war es auch okay. Ich habe dann versucht, halt den Sascha so zu nerven und eher in die Box zu gehen, einfach damit halt im Verlauf des Rennens Jörg näher rankommen kann. Aber das hat nicht ganz geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, im ersten Stint sah es ja gut aus. Du konntest den Sascha zumindest mal halbwegs unter Druck setzen. Dann im zweiten Stint aber plötzlich haben die Zeiten nicht mehr so ganz, waren sie einfach nicht mehr da. Kannst du uns erklären, was der Grund dafür ist? Naja, ich bin eine Runde eher in die Box und habe dann versucht, in den zwei Runden alles rauszuholen, um irgendwie mich vor ihn zu setzen. Und da habe ich mir innerhalb von 3, 4 Runden wohl schon die Reifen so aufgeheizt, dass sie dann abgebaut haben. Und dann bin ich einfach weitergefahren, so schnell wie es ging, einfach nur um Sascha in Bedrängnis zu bringen. Und dann, als Jörg vorbei war, sind auch die Reifen zusammengefallen. Dann war es vorbei, dann bin ich schon noch ruhig nach Hause gefahren. Ja, trotzdem also ein super Auftritt und wichtige Punkte geholt, das Team noch einen Platz in der Tabelle nach vorne gebracht und jetzt plötzlich wieder mit der Aussicht auf den zweiten Platz. Also starke Leistung, Daniel. Dann auch danke für dein Statement und bis zum nächsten Rennen. Oh, danke. So, damit gibt es nur noch einen Programmpunkt, den wir hier haben und das ist die Verlosung des Gutscheins, die wir hier immer am Ende unserer Sendung. Wir haben also, es geht wieder um 100 € bei Amazon, immer unter der Bedingung, dass die Fahrer hier auch entsprechend bei den Läufen antreten. Oh, das hatte ich jetzt so auch noch nicht. Das nochmal richtig hier zu machen. So, da wären wir also.
Und jetzt gibt es also hier die Verlosung der Gutscheine. Wir haben 19 Fahrer, die heute in den Zufallsgenerator hier reinkommen. Und generiert wird die Nummer 5, das ist Steffen Burmeister von Weitkurs Engineering, der sich also hier über den 100-Euro-Gutschein freuen darf. Also Gratulation dafür. Das war's von der AVRS aus Istanbul. Wir werden uns dann in 2 Wochen wieder melden, am 15.11. Da geht es dann nach Valencia auf den Circuit Ricardo Tormo. Da steht also dann wieder eine etwas engere Strecke auf dem Programm. Ich hoffe, Sie schalten auch dann wieder ein. Bis dahin möchte ich mich dann erst einmal verabschieden. Also Heiko Stritzke sagt danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.